Freunde gepflegt. Ich traue mich gar nicht ins Bild zu kommen. Guck mal hier. Na, Attraktion der Show. Schönen guten Abend. Wunderschönen Pessabend. Geschätzte Stammzuschauer, die jetzt schon wieder den Stream unsicher machen. Wunderschönen guten Abend. Und ich glaube, sitze ich im Bild. Ich sitze im Bild. Ich glaube, ohne Konkurrenz heute, oder? Keine Champions League, keine englische Woche, DFB-Pokal, Kram. Einfach nur virtueller Fußball. Sehr schön. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und die wichtigste Verkündung des heutigen Tages, direkt vorweg, die ganzen Social Media, Kasper von euch, wissen es längst. Wir haben einen neuen Trainer, der hier den Weg entlang da zeigt. Wo geht's lang? Richtig, es geht hoffentlich wieder Richtung 900, Richtung 1000 Ratingpunkte. Harry Potter mit seiner Drei-Spielmacher-Zauberei ist entlassen. Hau ab nach Hogwarts. Hat nichts gebracht, hat nicht getaugt. Ihr wart sicherlich alle letztens dabei am Sonntag, als es aber so richtig bergab ging. Ich glaube, drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur ein Sieg gegen irgendeinen Startanfänger. Das war zu viel. Fast zum Überlaufen gebracht. Harry Potter ist raus aus der Nummer und dieses Drei-Spielmacher-Experiment irgendwo gescheitert. Und dann habe ich Sonntagabend mit Adebayo Badebo wieder gespielt. Viele erinnern sich an ihn und haben ihn vielleicht selbst auch mal gespielt. Den relativ stabilen, mit guten Werten ausgestatteten Diamant-Trainer. Ja, hier ist er. Den haben wir auch lange genutzt. Ja, den kann man schön kompakt in der Mitte spielen. Die Werte sind nicht verkehrt eigentlich. Aber auch da hat es irgendwie 5 Spiele lang nicht gefluppt. Da kann er lächeln, wie er möchte. Und ja, da habe ich ein bisschen überlegt, wen spielen wir? Und ich hatte versucht, noch rechtzeitig einen von zwei recht vielversprechend aussehenden 5-3-2 Russen zu bekommen, Fedotow und Peruvshin. Ich glaube, Peruvshin, beide aus der russischen Premier League. Und wie auch immer er genau heißen mag, war auch bei einem Gegner von Sonntag. Beide 5-3-2, vielversprechende Werte. Die werden wir nach Möglichkeit auch testen. Aber dann ist es der hier geworden. Heute mit 1 bis 3 Sterne-Teams ausgestattet. Maurizio Jakobacci. Ich bin sehr gespannt, wie er sich anfühlt. Ich glaube, ich habe einen Test gemacht mit 60 Teamchemie. Schön auf den Popo bekommen. Habe jetzt mit Taktiktrainern und so das Ganze ein bisschen entschärft. Also wir haben heute geile Teams. Teamchemie nicht lächerlich. Und dann gucken wir mal, wie wir heute durch den Dienstagstream kommen. Mit dem Drei-Stürmer-Trainer oder wie es bei PES 2021 am nächsten drankommt. 2,5 Stürmer-Trainer, zwei Stürmer, eine hängende Spitze. Und dazu gleich bei den drei Teams, die ich für heute vorbereitet habe. Natürlich wieder mehr. So, jetzt erstmal schönen guten Morgen oder schönen guten Abend vielmehr an alle, bevor wir hier wieder, wie üblich am Dienstag, diese schöne Collectors-Box grinden. Ihr seht es oben rechts. Ihr seht es oben rechts. Über 400.000 GP, also wir können uns 10 Boxen heute gönnen. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Real Robbery, schönen guten Abend. Sanji ist wieder dabei. Florian, dir auch einen schönen guten Abend. Nordlich Borusse, Shobo, Tinti, Andreas und Shibane auch am Start. Also noch recht überschaubar hier im Chat. Aber schön, dass ihr alle dabei seid. Bin gespannt, wer sich heute noch reinfindet an diesem Dienstagabend. Also, wir haben die Collectors Box, die grinden wir gleich 10-mal. Wir haben immer noch kaum Plätze im Kader frei. Wie gesagt, der Kader ist fast voll. Dazu gibt es heute nicht, aber diese Woche bis Donnerstag noch zu erspielen oder ich glaube sogar bis Sonntagnacht sogar noch, bis Sonntagnacht noch Legenden zu erspielen. Ihr kennt die Comp-Challenges gegen Superstar und Legenden-Schwierigkeitsgrad, habe ich mir beide erspielt. Ziehen wir Sonntag, genau wie den Premium-Agenten, Sonntag 11:11 Uhr. Und was wir heute machen werden, an Besonderem, neben der Collectors Box, auch das hier, Silber-Goldbälle für Sonntag. Wir ziehen heute unsere drei Chancen auf diesen schönen Katiframe Deluxe Japan Agenten. Ja, da sind einige coole Fußballer dabei. Ja, und die natürlich entsprechend hochgejudged für diesen Player of the Week Quatsch. Galli, schönen guten Abend, Forza Fortuna, war ja ein toller Abend für uns gestern, ne? War ein toller Abend. Super Spiel, nur keine Tore gemacht. Also die beiden hier wären schon sexy, die beiden Innenverteidiger. Haben wir, glaube ich, ja, haben wir im Asia-Theme-Team letztens auch gehabt, als schwache Silberbälle. Die passen auch als gute Goldbälle. Kubo, den kriegen wir Donnerstag, das auch als News erwähnt. Neuer Premium-Partner von Konami, Takefume Kubo.
kriegen wir Donnerstag als Featured Player nochmal geschenkt. Also den möchte ich heute ehrlicherweise nicht ziehen, weil dann hätte ich ihn dreimal, bringt mir gar nichts. Minamino ist grundsolide, der ist, glaube ich, nicht so überragend. Das ist Hannover, ist eh egal. Der ist guter Konterstürmer, schnell wie Sau. Der ist, ne? Also wir ziehen heute nach jedem Spiel einmal diesen Japan National Team Selection Super Agenten und fangen jetzt, würde ich einfach mal sagen, an mit der Collectors Box. So, ich guck, soll mal reingucken? Wir gucken mal rein. Nur mal kurz drüber springen, nicht hier hartes beleuchten, weil, wie gesagt, wir sind im Kader eigentlich final aufgestellt. Welche Spieler fallen ins Auge, würden irgendwas Besonderes machen für uns heute? Jadon Sancho ist nicht verkehrt, haben wir letztens drüber diskutiert. Nehmen wir den als Schwarzball zum Eintauschen. Dzeko wäre nicht so schlecht. Partey wäre nicht schlecht. Usman Dembele wäre eine Schwarzball-Eintauschaktion. So häufig schon die Chance auf den dritten Usman gehabt. Heute wieder. Vielleicht kriegen wir ihn endlich mal aus dem System. Das würde ja auch wieder zwei Platz schaffen. Dann sind wir schon bei den goldenen Bällen. Da gibt es mehr Auswahl, aber wahrscheinlich auch da das Gefühl haben wir alle schon. Der ist okay. Mit dem könntest du arbeiten. Smalling hatten wir immer wieder in der Auslosung beim Eintauschen von drei goldenen Bällen. Chris Smalling, Baby Van Dijk, den würde ich auch behalten. Den behalte ich nur, wenn er ein vernünftiges Avatar-Bildchen bekommt. So erschreckt er mich Aaron Carter-mäßig immer wieder. So, Pedro, letztens gezogen, dann live in die La Masia-Truppe, Sonntag eingewechselt, jetzt schon wieder gelöscht. Der Kollege wäre, oh, das wäre der vierte Wout Weghorst. Da hätten wir eine goldene Eintauschaktion, würde ich behalten. Ist okay. Und dann wird es schon dünn. Dann wird es schon dünner. Oh, hier, Meri Demirey ist aufgewertet worden von Silber auf Gold. Guck mal. Auch wieder einer von zahlreichen Spielern, die ein bisschen mehr angepackt wurden von Konami. Rafael Leao wäre, glaube ich, der vierte. Das wäre auch eine Eintauschaktion. Jetzt können wir uns blöd scrollen und ganz viele spannende Silberspieler. Wir gucken einfach, was passiert. Und sollten wir eine Dreier-Pasch-Aktion reinholen, Freunde. Schönen guten Abend, Darkness. Schönen guten Abend, Kilkenny. Sollten wir eine Dreier-Pasch-Aktion reinholen, dann machen wir die auch sofort live hier im Stream fertig. So, Katze ist am Schlafen, das ist schon mal gut. Und wir ziehen als erstes einen Goldball von Qataris Saint-Germain. Ist das Juan? Ne. Es ist nicht Scheißdreck Bernat, es ist Florenzi. Letztes Jahr fand ich den noch ultra charmant bei der Roma. Jetzt spielt er leider beim falschen Verein, wird auf jeden Fall gelöscht. Dazu gibt es Arias und Frédéric Renault. So, der kann schon mal weg. Renault haben wir schon und der ist wichtig für zwei Sterne Skandinavien Theme Team. Muss ich mal gucken, wie viele Level-Ups der andere Renault schon hat. Und Arias, zweiter Tor, den habe ich, glaube ich, auch schon. Gucken wir beide mal nach, ob wir die schon haben. Servus Metin. Schönen guten Abend, schön, dass du rein kommentierst. Fängt da sofort gut an. Das ist, glaube ich, jetzt für den Rest der PES-Saison das Nervigste. So Spieler doppelt haben, die man aber nicht wegtauschen möchte. Boah, wie kriege ich den. Kriege ich den Renault so isoliert? Kriegen wir. So, wir haben einen Level 5 hier. Dann kann der natürlich gehen. Wir behalten das Level 1. So, zack. Ist wieder schade mit hier Teamchemie. Aber okay. Und wir hatten einen Arias. Ne? Wir hatten einen Arias. Helene. Oh, hier Level 2, hier Level 1. Okay. Kann auch gehen. So, erste Box schon mal nicht so dramatisch. Wo ich gerade eben gesagt und gezeigt habe, wir können uns wieder Legenden erspielen. Habt ihr eure Legenden schon gezogen? Habt ihr sie schon erspielt und sofort gierig gezogen? Wenn ja, wen bekommen und glücklich? Ja, ist ja leider komplett ohne irgendwie Einschränkung, dass man ja auch doppelt und dreifach ziehen kann und dabei wieder voll in die Tonne greifen kann. Koulibaly Diatta. Der Senegalese vom Kovac-Team, Originalgesicht, mal gucken, das sah nach einem spritzigen Typen aus. Iniesta und Rijkaard, das ist doch schön. Iniesta als Nicht-Ikone würde mich sehr. Ach, Rijkaard auch. Iniesta, Rijkaard würde ich beide komplett feiern, weil ich habe beide als Ikonen und ihr wisst es ja, 1 bis 4 Sterne maximal bei mir und deswegen sind die mir eigentlich zu stark als Ikone. Aber das wäre was Schönes, Mulfus. Da würde ich mich auch drüber freuen. Sonntag weiß ich mehr. Also, wir haben einen Hole-Player, das ist jetzt für einen Stürmer nicht so wichtig. Schnell, ja, alles gut. Beidfüßig, ist alles gut. Was willst du? Das wäre unser Konterstürmer, ne? Das wäre maximal ein Konterstürmer. Ja, linker Verteidiger eher nicht. Okay, Konterstürmer. Dafür hast du Double Touch. Boah, ja,
Weil der, also 100 Spieler weniger im Kader, würde ich den, glaube ich, als Konterstürmer behalten, aber der Kader ist so voll, da ist der mir nicht zwingend genug für seine Position. Der Kollege, der hätte Sonntag im La Masia-Team auch Platz gefunden. Carles Perez, ist alles so nett und dann zu wenig hier. Hätte auch so eine Ausnahmespielgenehmigung bekommen wie ein Pedro auch. Und nochmal Monaco, Ait Benacer, ich glaube, den habe ich schon mal weggegeben, genau. Keine Player Skills. Das ist ein eindeutig unbrauchbares Pack. Oh, Tinti, noch nicht die Geschichte zu erspielen geschafft. Ich muss gestehen, ich habe beim Legendenspiel bis zur 80. 1-0 zurückgelegen gegen Argentinien. Und dann hat Messi Ausgleich per Freistoß und dann Messi Schuss, Parade, abgestaubt von irgendeinem anderen, Romario da vorne, wie auch immer. Aber ich hatte mir in dem Moment auch gedacht, oh nee, ey, jetzt muss ich echt diese Legenden-Challenge nochmal spielen. Ich habe keinen Bock, es ist so langweilig gegen den CPU. Ich habe zum Glück alles im ersten Versuch geschafft. Martin Boadu. Und der ist häufig so als Silberstürmer genannt, als spannend. Und ich habe mich, glaube ich, auch bei ihm öfter gefragt, nee, Player-Skills sind so überragend ja eigentlich nicht. Jetzt gucken wir nochmal genau. 19, ui. Auch wieder so ein Monster-Talent aus den Niederlanden, genau wie Doniel. Doniel Malen, wir gucken mal da. Okay, der ist noch keine 79. Ist von der Physis her okay. Finishing ist okay. Beidfüßig, super. Double Touch. Ich behalte den mal. Vielleicht testen wir den auch mal, weil der halt so häufig und so. Und da hat er wahrscheinlich auch bei AZ, die sind glaube ich Vierter, ne? Immer eine gute Form. Ich behalte den jetzt mal. Dann überzeugen wir uns vielleicht bei einem Stream auch mal selber von seinen Qualitäten. Thorsby. Der Norweger, hatte ich den in der Verlosung für das Skandinavien-Team. Das sieht eher nur, wie groß bist du? 1,90. Player-Skills, das absolut gammeligste, was du haben musst als Verbrecher auf der 6. Und der hat die 6 nicht mal. Defensiver Achter. Ach komm, ich behalte den mal. Darf ich mir diese Leichtfertigkeit darf ich mir eigentlich nicht leisten bei 990 Spielern im Kader. Was haben wir denn jetzt hier? Claude Maurice. Schnell, also alles ein bisschen. Was spielst du? Im erweiterten Sinne auf der Achse alles. Player Skills im Grütze. Huh, okay. Das ist heikel heute. Ist heikel heute. Wie letztes, wie Sonntag ja auch. Da war es auch heikel. Von daher, Servus der Prinz. Schön, dass du auch wieder reinkommentierst. Ja, das Geile ist, gute Entscheidung hin oder her. Am Ende kommt es darauf an, ob ich diese Spiele auch wirklich nutze. Auch wirklich mal nutze. Und das ist ja so häufig das Problem. Am Ende werden sie nicht genutzt. Und ich glaube, wir haben eine goldene Eintauschaktion. Das ist der dritte Douglas Costa, wo ich gesagt habe, wenn wir den dreimal ziehen, ist er weg. Ich glaube, dann würde ich ihn weggeben. Wir gucken uns den mal, ist ein Zirkusfußballer. Ne? Klar, super Dribbler und Antritt, alles da. Kein Finisher, genau. Wäre ein Zehner für uns. Ja, wäre ein Zehner. Und dann Outside, ja, ist ein Zirkusfuß, ist weg. Douglas Costa wird gleich eingetauscht. Ihr seid live dabei. So, Lucas Alario haben wir schon. Auch so ein grundsolider. Hier ein bisschen grün, sonst alles so ein bisschen orange. Ist ein guter, ne, hat die wichtigsten Dinger zum Abschließen vorne. Finde ich gut. Lucas Alario haben wir schon. Da geht dann der mit niedrigerem Level. Und Sumare. Ich glaube, den habe ich schon öfter gelöscht. Weil nicht zwingend. Genau. Ne, Lock ist schon mal falsch. Lock ist schon mal falsch. Servus Stefan, Servus Brüchi, Pes Elite. Schönen guten Abend. Die Legenden-Dinger, ja, also ich spiele nicht so viel. Oder gar nicht eigentlich gegen die CPU. Deswegen sind das meine einzigen Erfahrungen mit CPU-Matches, diese Legenden-Challenges. Aber es ist schon mühsam. Man hat das Gefühl, Pressen bringt gar nichts, weil der CPU immer die richtige Antwort hat, wo jetzt gerade jemand frei ist. Aber hin und wieder kriegt man dann doch mal, ja klar, wenn ich dann mit meinem, selbst ich mit meinem nicht mal 4000er Monster-Team, besten Team, was ich habe, dann merkst du schon auch manchmal die ein oder andere Szene, wo dann halt eine Ikone durchschlüpft bei so einem Argentinier. So, Alario, wo bist du? Wir haben zweimal Level 1. Oh! Oh, guck mal, haben sie den Lukas hochgestuft? 335. 335, da sind die Skills alle gleich. Haben sie den echt aufgewertet? Ja, da schießen wir natürlich sofort den 82er weg. Guck, selbst so einen haben die angefasst. War der auffällig, die Saison? Ich hätte jetzt gesagt, nö. Ich
hätte jetzt gesagt, Lucas Alario war doch nicht auffällig, dass man dem irgendwie eine andere Wertung zwingend geben muss. So, und ich checke jetzt erstmal nur, wir machen das natürlich zum Abschluss des administrativen Teiles hier, aber ich denke, hier oben müsste doch ein Douglas Costa dreimal sein. Also, jawohl. Also, gleich goldene Eintauschaktion, so ein paar Spiele habe ich noch im Hinterkopf. Von Sonntag, wo wir... Nee, Sonntag haben wir Juan Cuadrado so gezogen und der war auch immer in der Verlosung. Dann kriegen wir das heute auch abgestimmt. Ach ja, Elfmeterschießen gegen die CPU ist ganz nervig. Da brauchst du ja gar nicht so das... Also so... auf Psycho zu gehen, von wegen, jetzt denkt er vielleicht, ich schieße zum dritten Mal in die Mitte, jetzt schieße ich rechts oben, ist ja dann gegen den CPU witzlos. So, Guilherme Pereiro, ich glaube, das ist eine silberne Eintauschaktion. Stanks und Dong habe ich immer wieder weggegeben. Nochmal AZ, guck mal, nichts zwingend, Player Skills sind, geht so, aber nicht überragend, den haben wir schon mal weggegeben. Donk, gucken wir mal, Physis, hier Antrittsstärke 64, ist sofort Verbrechen und raus. So, und hier bei Pereiro muss ich gerade mal gucken. Ja, der kann alles so ein bisschen. Der ist mit einer 78 nicht zwingend genug. Ja, okay, der ist weg und den haben wir dann dreimal. Da bin ich mir sehr sicher. Also auch noch silberne Eintauschaktion. Pestelite. Legenden gibt es Sonntag 11.11 Uhr. Die spare ich mir für Sonntag auf. Wenn auch noch ein paar mehr Leute zuschauen. Also ihr könnt, wie gesagt, immer noch gerne reinwerfen, welche Legenden es bei euch geworden sind, wenn ihr es schon erspielt habt. Meine Legenden liegen im Postfach bereit für... Sonntag, 11.11 Uhr. So, und ich glaube, alle drei habe ich. Alle drei habe ich schon mal. Und ich glaube, alle drei haben bei mir auch aktuell Level 1. Muss man sich auch mal wegtun. Ich habe dreimal das Doppelte gezogen mit Spielern, die ich schon habe und wahrscheinlich nicht nutzen will. Tobi 1900, schönen guten Abend, schön, dass du reinkommentierst. Oh Mann, ist das ein wuseliger administrativer Bereich heute. So, warte. Moment mal einmal. Nach Signing Date, wann haben wir sie geholt? So, Bayram. Ich glaube, den habe ich auch schon ein paar Wochen. Ja, haben zweimal. Oh, Level 12. Oh, dann natürlich danke. Den resetten wir sehr gerne. Den flexiblen Links- und Zentrumsspieler von Galatasaray. Palacio. Von Bayern 04 Leverkusen. Wir haben, ja, wie gesagt... Zweimal Level 1, ganz bitter. Nie genutzt. Und den Alabdeaui habe ich auf jeden Fall auch noch nie genutzt. Da bin ich mir sicher, der liegt bereit für das Skandinavien-Theme-Team. So, weiter geht's. Wie viel haben wir noch? Wir gucken. Noch 4. Ich komme auch nicht aus dem Quark, kann das sein? Noch 4 Boxen, Freunde. Bin gespannt. Matthijs de Ligt zum zweiten Mal in zwei Streams. Letzten Sonntag schon gezogen und auch da logischerweise schon resettet. Dazu gibt es Thomas Meunier und die nächste silberne Eintauschaktion. Jetzt wird der Kader richtig, richtig frisiert. Boris Petkovic von Dynamo Zagreb ist raus. So, also erstmal, nein. So, also erstmal, Matthijs de Ligt haben wir schon, kann gehen. Auch als Level 1er noch von Sonntag. So, Thomas Meunier, da müssen wir mal gucken. Rechte Seite rauf und runter. Nicht zu langsam, also zumindest die Endgeschwindigkeit 85 rettet ihn. Stamina ist gut, der Nordlichtbusse rastet jetzt bestimmt wieder aus. Super Spieler und so ein Kram, ne? Ist auch ein Knaller oder nicht? Nicht gut? Also ich kann vorwegnehmen, dass Nico Schulz heute spielt. So, also erstmal so okay. Grundsolide für die Außenmann, rauf und runter. Aggressiv 1,90, was spielt der? Ja, Innenverteidiger, Aushilfs-Innenverteidiger leider nicht, aber hängende Spitze, geil, hängende Spitze, geil. So, sieht erstmal gut aus. Player Skills entscheiden jetzt über Thomas Meunier für Rechtsverteidiger. Pinpoint Crossing, Low Lofted Pass, dann Offensiv. Ich behalte den mal. Und Petkovic, wie gesagt, Eintauschaktion, silberner, naturgleich. So, noch 3. Wird langsam eng im Kader, Freunde. Auf gar keinen Fall, ne? Okay. Oh, oh, Moment. Erstmal, Moment, warte, Arthur, okay. Ich hätte jetzt gerne langsam Usman Dembele. Schenkt mir nicht diese ganzen schwarzen Bälle, die keiner braucht. Pellegrini, Eintauschaktion, obwohl ich den eigentlich immer gut fand. Aber dann haben wir, oder habe ich irgendwann festgestellt, der hat schlechte Werte. Das dürfte die zweite goldene Eintauschaktion sein. Arthur, bin ich mal gespannt. Guter Fußballer, was spielst du? 6 und 8. Da, Dynamik ein bisschen da. Guter Fußballer, dann, ne, 1, ne, und jetzt Player Skills.
Interception um. Oh, feiner Fußballer, der Arthur. Feiner Fußballer. Geiler Pass auch am Wochenende. Zauberpass auf diesen komischen Stürmer von Benevento. Und damit war es das mit dem Scudetto scheinbar für die alte Dame. Also Arthur bleibt. Pellegrini, jetzt die Entscheidung. Eintauschen oder zwei löschen. Ich hatte im Hinterkopf, der ist nicht gut. Ist ein Hole-Player. Ist eigentlich schon mal geil. Da ist er okay. Keine Körper, nicht so ganz dynamisch, nicht so ganz körperlich. Fuß, okay. Okay, ja. So, jetzt. Guck, Player Skills, nicht so geil. Da habe ich mich echt erschrocken, als ich das vor ein paar Wochen mal festgestellt habe, dass der Pellegrini hier, der Lorenzo, gar nicht so geil ist. Also nächste goldene Eintauschaktion. So, und der letzte, Buschiliak, habe ich noch nie gehört. Auf der 10, die wir im aktuellen Jakobacci-System gar nicht haben. Aber generell schreiben wir die Zehnerposition natürlich nicht ab. 77er, also Standard eher, guter Fußballer. Player Skills reichen nicht auf den Punkt. Vorbei. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie dramatisch nah sind wir am 1000. Zwei Boxen haben wir noch offen. Noch drei Plätze frei. So, dann löschen wir erstmal Thomas Meunier. Da war eure Meinung ja eindeutig. Da muss ich natürlich auch auf meine Chef-Scouts hier hören. Okay, Thomas Meunier wollte er nicht. Dann haben wir wieder vier Plätze frei. Dann sind wir jetzt zumindest für die vorletzte Box safe. Ist das ein Drama mit diesem Tausender Kaderplatz? Ey, da sollen sie mir von mir aus wieder über eFootball Coins die Möglichkeit geben, den Kader zu erweitern oder so. Kingsley Coman habe ich, weiß ich nicht. Ich glaube, den brauche ich aber auch nicht. Paulo Lopez und hier den behinderten Bruder von Tarek El Younoussi. Der ist, glaube ich, unbrauchbar. Norwegen hin oder her, genau. Keine Dynamik, keine Körperlichkeit. Player Skills sind so ein bisschen Zirkusfuß. Oh, Zirkusfußball. Selbst beim Spielerziehen habe ich jetzt dieses, da habe ich nicht hingeklickt. Wie blöd ist das denn? Servus Darf. Servus Droni. Freaky habe ich schon. Okay, schön, dass ihr alle dabei seid. Paul Lopez. Player Skills reichen nicht. So, und jetzt Kingsley Coman. Bin ich mal gespannt. Habe ich auch schon des Öfteren gegen mich gehabt. Klar, antrittsstarker Dribbler, Flügelflitzer. Ja, super schnell. Dribbelstark, klar. Ausdauer, das passt alles. Finishing sogar eine 78. Okay, hat das Champions League Finale entschieden. Beide Player Skills entscheiden jetzt. Obwohl der eher. Nicht so für unser System. Egal. Ah, schön. Ist nur ein Zirkusfußballer, kann weg. Kingsley Coman, unbrauchbar. So, dann sind wir wenigstens jetzt auch sicher für den Moment. Wir ziehen die letzte Box für den Moment. Nee, sorry, Tinti. Also in PES zumindest nicht. Dass der aktuell in echt ein guter Kicker ist. Kingsley Coman. Und ich bin sehr gespannt. Verlängert er seinen Vertrag? Ist er gerade nur am Pokern? Oder verlieren die Bayern womöglich einen nächsten wichtigen Spieler? Stefan El-Shaarawy. Dazu Dejan Lovren und Yannick Karamo. Alle schon mal irgendwo gehört. Und ich glaube, alle sind unbrauchbar. In Gänze. Guter Fußballer. Antritt. Nee, gar nicht. Ja, doch. Und, ja, ist okay. Passt soweit. Das ist Player Skills. Ist Zirkusfußballer. Braucht man nicht zwingen. Kann weg. Stefan El-Shaarawy. Dejan Lovren. Oh, Zenit mittlerweile. Natürlich physisch. Geschwindigkeit so am Rande von ich überlege. Ich denke drüber nach, Kollege, wenn du die Player Skills aus dem Himmel hast. Aggressiv, natürlich. Übrigens der Bruder vom Fortuna 2-Spieler. Also Dejan und wie heißt sein Bruder? Nein, ich komme nicht auf seinen Bruder. Nee, das ist Davor. Dejan Lovren spielt bei Fortuna. Das ist Davor Lovren. So. Oder umgekehrt? Nee, das ist der. Ist jetzt Lovren-Brüder. So. Player Skills. Auf was suche ich? Ich überlege gerade, was brauche ich noch? Interception brauche ich noch, ne? Komm, hat unter 70 Antritt. Harte Regel raus. Hilft alles nicht. Servus Mücke. Was ist richtig, Galli? Wie heißt der Fortuna? Dejan oder Davor? Haben wir Dejan oder haben wir Davor Lovren? Warum heißen die auch beide mit D? So, Karamo, wir gucken. Vorne drin, AC Parma, bisschen schnell, aber nicht wirklich überragend. Bisschen Dribbling. 69 Finishing für die Spitze. Und gar keine Player. Raus. Und raus. So, zack, geschafft. Fortuna hat Dejan. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Und Davor Lovren, Ex-Liverpool, Euroleague-Sieger.
Champions League nicht mehr, ne? Ne, da war er schon weg. Aber auch ein geiler Innenverteidiger-Verbrecher. So, jetzt kommt die Trading-Geschichte. Servus Fili. Servus Fili. Kommst gerade rechtzeitig zum Eintauschen von überflüssigen Spielern. So, hier einmal die Kabel verlegen. Jetzt gehe ich einmal hier an den PC, um die Abstimmung gleich machen zu können. Also, wer ist es? So, Douglas Costa verlässt uns. Und zwar für wen? So, ich mache jetzt sofort hier und wir machen. Wir hatten ja zwei goldene Abstimmungen. Und die ersten beiden Positionen werden dann einfach eingetauscht. Also ich nehme mal Alan und Fekir rein. Über die haben wir schon geredet beim letzten Mal. So, wen können wir sonst noch reinnehmen, der nicht peinlich ist? Ah, hier, wo ich Berghuis sehe, muss ich immer an Bergevin denken. Den hatte der Pestholz letztens so abgefeiert und der hatte auch geile Werte, keine Frage. So, wenn ich 5 voll habe von oben runter, Freunde, dann gibt es die Abstimmung. Ich will jetzt. Ah, Chris Smalling war immer mit dabei. Als Baby Van Dijk. Ich will jetzt auch langsam mal hier virtuellen Fußball spielen. So. Manuel Fernandes ist nett. Thomas Meunier wäre sehr witzlos, den jetzt wieder zu holen. So, wo kommt noch irgendeiner, wo es klingelt? Da ist der angesprochene Bergevin. Koundé haben wir am Sonntag eingetauscht. Hier ist Marco Arnautovic, den ich schon habe. Den werden wir bestimmt irgendwann mal sehen. So, jetzt nähern wir uns schon mit 7 Meilen-Klicks den silbernen Spieler. Na komm, einen muss ich doch noch finden, wo ich sage, der wäre nicht peinlich. Aber, ne, der Neuer wäre so, geht so. Auch so letztes Jahr. Der ist, glaube ich, zu klein. 1,84. Ist Renato Sanchez mittlerweile oder immer noch gut? Alles so ein bisschen. Player Skills sind okay, aber der ist auch nicht mehr so überragend. Letztes Jahr so ein bisschen Silberball-Tipp. Leider ist der null dynamisch hier, unser Sebastiano Giovinco. Richtig geiler, quirliger Typ, aber nicht mehr dynamisch. Paulinho habe ich schon, ja, Paulinho habe ich schon. Kongdogbia, da war irgendwas, der war nicht so gut. Jorginho, schönen guten Abend, schön, dass du auch wieder dabei bist. Kongdogbia, den hatte ich schon mal, habe ich dann wegsimuliert. Irgendwas war da nicht, die Player Skills nicht zwingend genug. Luke de Jong war zu langsam, ist auch ein cooler Typ eigentlich. Mario Götze haben wir als Featured Player und der durfte bleiben. Für besondere Anlässe. Quaison wurde auf Discord empfohlen. Through Passing. So, die unteren 4 sind geil und die oberen 6 halt nicht. Dann ist der auch. Nee, was ist mit los mit Robin Quaison? Auch keine Körperlichkeit. Und ihr merkt an dieser Szene jetzt, ne, ich bin durch. Der Kader ist voll eigentlich. Ich bräuchte keine Spieler mitziehen. Wir könnten, außer vielleicht Spieler resetten, wie eben von Level 15 auf 1. Das bringt mir noch was. Das freut mich noch. Bin ich mit dem Kader durch und kann jetzt bis PES 2022 eigentlich schön Theme-Teams bauen und Spaß haben. Sorloth mittlerweile beim völlig falschen Team unterwegs. Letztes Jahr noch von Trabzon mit Scout-Combo, glaube ich, geholt. Junior Firpo. Interception through Passing. Offensiver Rechtsverteidiger seht ihr wegen des Bildes nicht. Vlasic habe ich weggegeben. Nainggolan habe ich als schwarzen Ball. Tapsoba. Warte mal. Piontek ist scheiße. Tapsoba. Tapsoba. 1,92 Player Skills, okay. Aber irgendwo fehlt so ein grüner Badge bei Physis oder so. Aber der wäre noch. Ja, die unteren beiden habe ich als Nicht-Asien Champions League. Und einen, den ihr gerade reingeworfen habt, wer kam hier gerade noch? Diaby. Slimani habe ich. Diaby, Diaby, Diaby. Pace. Oh, richtig Pace, Pace, Pace. Flügelflitzer. Super Sub. Ja, Moussa Diaby, könnte man drüber nachdenken, aber einen wollte ich mir gerade noch angucken, den ihr reingerufen habt. Der war hier oben irgendwo, oder? Wer wurde überhaupt reingeworfen? Vlasic, genau, 81er Vlasic, hier auf der rechten Seite war der, ne? Da ist er. Der hat auch schon Stream-Einsätze gehabt, an dem war irgendwas. Player-Skills sind, genau, Player-Skills sind nicht zwingend genug und dann keine zwingende Dynamik. Der ist nicht schlecht, ist auch ein Hole-Player, glaube ich, ne? Ja, ist, also, das sind diese, ihr seht's, ne? Das sind diese kleinen engen Fälle, wo ich mich nicht. Da musste ich harte Linie ziehen. Und dann nehmen wir Moussa Diaby halt mal mit dazu. Also, Abstimmung läuft, Freunde.
Auf geht's. Einmal in den Chat gucken und abstimmen, welche zwei Spieler wir jetzt ziehen. Ich weiß gar nicht, für wen ich mich entscheiden würde. Und ihr haut bitte einmal jetzt die Entscheidung hier raus. Und dann holen wir zwei Goldene und danach machen wir den gleichen Krampf nochmal für Silber. Und dann spielen wir endlich virtuellen Fußball mit unserem neuen Trainer Jakobacci mit 2,5 Stürmern. Endlich mal wieder. Die Stammzuschauer erinnern sich, wir haben das letztes Jahr mit Paolo Sosa, ich glaube Americano hieß er, im nicht gepatchten, auch mal versucht, das ging auch in die Hose. Also irgendwie mit diesen Cheater-Trainern vermeintlichen, mit drei Stürmern oder mit zweieinhalb, bin ich eh nie so ganz zurechtgekommen. Mal gucken, wie das heute läuft. Schlimmer als Harry Potter in seinen jüngsten Entwicklungen kann es nicht mehr werden. So. Und dann schauen wir mal, was habt ihr denn entschieden, Freunde? Alaa und Moussa Diaby. Guck mal, so schnell geht's. Also, dann machen wir sofort mal den Scroller runter. Moussa Diaby alleine deswegen ja schon dankbar, weil nur ein 80er. Ne? Der ist weit weg von einer 84 und von zwei Level-Ups einer 86. Jetzt, ihr seht das immer noch nicht so ganz. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal richtig. Der ist für uns nur als 10er denkbar. Und das Witzige an der Sache ist, wir haben aktuell keinen Zehner im System. Wir haben aktuell ehrlicherweise keine Position im System, die er spielen kann. Kein offensiver Achter, kein hängender Stürmer, kein Mittelstürmer, Konterstürmer. Und der ist, hat die gleichen Positionen wie der Kollege, für den wir ihn eintauschen, nämlich für Douglas Costa. Nur der hat alles türkis gehabt. Egal, wir ziehen das jetzt durch. Endlich tauschen. Douglas Costa verlässt die Let's Playmakers. Und wir holen Moussa Diaby von Bayern 04 Leverkusen. Da ist er. Oh, geile Frise. Geile Frise. Auf dem Avatar-Bildchen sieht man noch, da ist es eigentlich gelb. Er hat es da jetzt in rot. Okay, Konami. Okay. So, Moussa Diaby. Hammer. Und die zweite goldene Eintauschaktion geht an Alaa. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer der zweite... Was der vierte Wout? Nein. Na, wer weiß es? Wer erinnert sich noch? Wer ist der vierte Eintausch? Habe ich... Ne, Sokrates wollte ich behalten. Habe ich... Hä? Bin ich so? Wer war denn jetzt? Pellegrini. Lorenzo. Es muss man ganz ehrlich sagen, ne? Man muss sich jetzt echt fragen, ist das Eintauschen Pellegrinis jetzt mit Alaa, ist das ein effizienterer Spieler für die Let's Playmakers, Alan, als Pellegrini? Ist das so clever? Ich gucke mir den jetzt mal wieder an. Das ist, ja, es ist Stamina, Physis, bissig, bisschen Fußball, aggressiv. Player Skills sind beißen, aber auch mehr nicht. Pellegrini war. Ach komm, ey, wir tauschen den jetzt ein, weil was gemacht. Das ist alles gehopst wie gesprungen. Demir, ganz herzlichen Dank fürs Abo. Ich habe auch das Gefühl, Fili, dass Jakobacci nicht der letzte Trainer bleiben wird. Vor allem von dem Hintergrund, diese zwei Russen, die ich eben angesprochen habe. Wir können ja mal gucken, ob die jetzt gerade, ob die gelauncht sind über den Tag. Heute Morgen waren sie noch nicht da. Fedotov und Name vergessen. Perovschin, glaube ich, war es. Also kein Fedotov und kein Perovschin. Nee, also beide nicht in der Verlosung. Die werde ich auf jeden Fall verpflichten und dann werden wir sie höchstwahrscheinlich hier auch mal sehen. Beides 5-3-2 Trainer, die gute Werte haben und die von dem einen oder anderen im Internet auch schon als positiv markiert wurden. Also von daher, das sind vielleicht noch, einer von den beiden zumindest, ist auf jeden Fall noch einer aus der Kategorie klingt spannend, testen wir mal. Also es wurde ja Sonntag von einigen in den Chat geworfen, als ich sagte, Harry Potter ist so gut wie weg. Und damit ihr wisst, was ich jetzt hier mache, jetzt habe ich einen 84er Alan, dann kann ich hier den 88er löschen. Einfach nur aus dem Grund, weil wenn ich mit 5 Sterne spiele, oder von mir aus auch 4 Sterne, habe ich einen Patrick Vieira, wir haben einen Casemiro, also wir haben ganz viele andere Verbrecher. Dann können wir das so lösen, Alaa quasi zurückgestuft. Immer noch 9 Plätze frei. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, noch zu silbernen Eintauschaktionen. Und wie gesagt, es sind, glaube ich, 2. Ich hoffe, ich check das einmal und dann gehen wir wieder in die Abstimmung und gucken, wen wir uns da holen. Hier sind noch einige mehr, die endlich mal eingelöst werden sollten, um den Kader auch weiter zu verschlanken. Abdelaoui habe ich sogar immer noch doppelt. Ich hatte den quasi dreimal, habe ich den vergessen zu löschen. Muss ich mir merken, wieder einen Platz im Kader befreit. So.
Martinelli, warum habe ich den doppelt? Den würde ich doch behalten wollen. Okay, wieder. Ich sollte meine Hausaufgaben machen. Meine Hausaufgaben machen. So, wo sind sie denn, die weg müssen? DJ. Ach, den habe ich, glaube ich, nicht resettet, weil wir den in einem guten Kader hatten. Da kann ich jetzt auch einmal DJ resetten. Da, Pereiro war der Erste, genau. Pereiro geht. Pereiro und Petkovic. Jawohl. Also, zwei silberne Eintauschaktionen sind sicher. Und auch hier gehen wir mal wieder schnell durch, gucken, wer ins Gesicht springt. Auch hier seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. Servus Coco. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Also, wenn euch hier beim Runterscrollen ein silberner Ball ins Auge fällt, wo ihr sofort sagt, geiler Typ, haut es schnell in den Chat, bevor ich hier meine Abstimmung gemacht habe. Rabona, Superstar. Hat der Rabona? Hat Rabona. Rabona Eric Lamela. Cooler Typ. Conor McGregor, immer noch viel zu langsam. Der spielt bei Hoppenheim, den wollen wir nicht. Izquierdos, hat man den letztes Jahr. Physis. Ticken zu langsam, spielt auf der Achse, alles hat geile Player-Skills. Vielleicht Augen zu Innenverteidiger. Batshuayi haben wir schon öfter gelöscht. Der ist mittlerweile zu langsam, der Gylfi. Quintero hat keine Stamina, braucht er mir gar nicht vorschlagen. Haben wir auch schon oft drüber nachgedacht. Dante, Yarimina. Stimmt, Yarimina habe ich hier häufiger gehört. Dante ist mittlerweile leider viel zu langsam. Der war letztes Jahr noch einer der Eckpfeiler der Let's Playmakers als schlechter Goldball und jetzt mittlerweile leider abgewertet. Und da haben sie zuallererst an der körperlichen Dynamik geschraubt. Ist schade. Dante ist letztes Jahr echt eine Bank gewesen. Häufig auch gegen euren Willen. Ich erinnere mich dunkel. Zwei, drei haben ihn wieder gefragt, was stellst du denn immer wieder auf? Aber war ein guter Linksfußverteidiger. Ja, bisher haben wir nur Yarimina. Diego, keine Dynamik, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Geiler Typ, coole Vita beim SV Werder und so. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Frazier hatten wir letztes Jahr auch keine Player Skills. Caceres letztens schon gelöscht. Raúl de Thomas, war da was mit Cheetah Boy? Genau, der hat alles gelb, grundsolide, keine Player Skills. Nandes, leider abgewertet. Auch nicht mehr zwingend. Alvarez, was heißt das? Fellaini. Mina nehmen wir auf jeden Fall. Werte können oft täuschen. Greiti, bin ich komplett bei dir. Aber an irgendwas muss ich mich orientieren. So dieser Running Gag, dieses, der spielt sich gut. Also ich muss ja an irgendwas sagen, der. Nee. Also ich habe immer noch so ein paar Spieler im System. Ein El Nesri, ein Donyell Malen, die haben auch nicht die perfekten Player-Skills für meine Regel. Genauso Hinteregger, ja, das mag ein geiler Typ sein, aber der ist 1,84, 1 cm zu klein. Ich muss ja irgendwo sagen, da ist die Grenze, weil sonst haben wir 2000er Kader. Und ich hätte gern einen 2000er Kader. Ich würde die Spieler liebend gern alle sammeln. Kaspar Dolberg habt ihr so häufig genannt. Kaspar Dolberg habt ihr so häufig genannt. Der ist so okay. Guter Finisher, 1,87 Player Skills. Ja, den nehme ich mit in die Verlosung. Kaspar Dolberg, von mir aus. Florian Grillitsch, war, nee, der spielt bei. Wo spielt der? Hoppenheim? Ist der? Ne, Schalke? Ne, das ist Gregoritsch, ne? Oder? Ne, wenn er Schalke wäre, wäre er nicht Free Agent. Also spielt er bei Hoppenheim und ist dreckig, ne? Wollen wir nicht. Bustos. Da will der Fili mir jetzt wieder erzählen, der ist super gut. Da sind wieder so ein paar Player-Skills, die fehlen, dass ich sage, ja, von mir aus ist der gut. Aber halt nicht super gut für mich. Der Kollege ist kein Superstar mehr. Den haben sie irgendwie komisch verändert. Anton Miranchuk. Alles so geht so. Ja. Nicht zwingend schlecht. Player Skills sind okay. Den kann man auch das. Mit einem großen Kader kommt großer Krampf. Hatem Ben Arfa haben wir, glaube ich, Sonntag drüber geredet. Ist gut, aber ist ein Zirkusfußballer. Hilft mir nicht. Was haben wir sonst noch? Hoffenheim ist es genau sauber. Uremovic, den gucke ich mir mal an. Der sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Nie gehört. Und wenn das jetzt so eine Überraschung ist, schauen wir mal. So, hat noch viele Level-Ups. 1,84, leider schon zu klein. Player-Skills sind gut. Ja, der ist auch nicht zwingend. Auch nicht zwingend. Auch einer so im erweiterten Gedanken, ja, würde ich nehmen. Aber im fast 1000 Kader ist voll. Hilft's auch nix. So, Noboa hatte ich schon. Habe ich gelöscht. Was mit Timo Pukki? Auch alles so ein bisschen der Finne, vielleicht für Skandinavien-Team. Player-Skills sind okay. Nicht überragend. Kalinic hatte ich, glaube ich, letztes Jahr als Brecher. Den haben sie auch abgewertet. Der ist raus. Victor Moses. Auch nix. Ach oh Gott.
Ich gucke jetzt nur noch. James hat man schon mal abgehakt. Hilft nichts. Ein Zentimeter macht nichts. Ja, ich sage ja, irgendwo muss ich die Grenze ziehen. Alvarez habe ich schon. Camavinga überbewertet. Darwin von Benfica habe ich schon. Fellaini wolltet ihr noch angucken. Ich glaube, der hatte auch irgendwas, was die Player Skills sind, glaube ich. Die, glaube die. Ah, warte mal. Boah, was ist das denn für ein Fußballer? Der spielt ja alles. Also als Zerstör-Hole-Player, echt jetzt? Ich hätte gedacht, das ist ein Verbrecher auf der 6, der geht in die Tiefe und alles. Also, okay. So, Player Skills sind jetzt entscheidend, weil der hat, also als Innenverteidiger darf man nicht unter 70 haben. Bei Sechsern drücke ich nochmal ein Auge zu. Keine Player Skills. Leute, ich komme zu nix. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Und das Schlimme ist ja, ich könnte jetzt hier natürlich sagen, komm, lass eine Abstimmung machen. Ihr wählt irgendwas, ich tausche das ein. Aber dann ist beim nächsten Mal Kader durchleuchten, fällt der Spieler dann wieder raus. Und dann lösche ich den wieder. Das ist ja auch witzlos. Abeloa ist auch okay. Zu wenig Player Skills. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lassen das jetzt so stehen und ich gucke mir zu Sonntag nochmal komplett Silber an, dass wir vernünftig abstimmen können, weil jetzt hier komplett ins Blaue hilft auch nichts. Perwuschin, guck mal, genau Kokodin, den meinte ich, dann warst du das auch der, der den hatte am Sonntag. Ich hatte eben schon gesagt, einer hatte am Sonntag bei meinen Gegnern den Perwuschin, den Russen 532, genau, einen. Fedotow oder Perwuschin. Einer von beiden soll es noch werden, um 5-3-2 zu testen. Und dann ist er das. Jawohl. So, ich gucke mir die alle auch nochmal an. Julien und wie sie alle heißen. Hier Marian Saar, den Innenverteidiger habe ich schon. Der ist raus. Den brauchen wir nicht mehr. Kaspar Dolberg. Ja, genau. Gucken wir uns alles nochmal an. Und Sonntag machen wir dann auch im silbernen Bereich. Klar, Schiff. So, jetzt virtueller Fußball. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Jakobacci, 2,5 Stürmer, Trainer. Und so sehen unsere Spieler aus für das Ein-Sterne-Team. Ja, vorne drin, Pululu, Pirot und Gioberto Baggio. Und das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung, die Mannschaft aufzubauen. Ich zeige euch einmal, wie ich den Kollegen interpretiere. Natürlich, ihr kennt das, vorne alles schön eng zusammen bei diesen ekligen drei Stürmertrainern, aber auch im Mittelfeld alles schön eng zusammen und ja, die einzige Breite kommt über die Außenverteidiger. Erweiterte Einstellung in Defensive auf den Sechser, der darf nun aber wirklich nicht über die Mittellinie. Im Sturmzentrum ist unsere hängende Spitze. Seit PES 21 darf man ja keine vier Innenverteidiger mehr aufstellen und auch keine drei Stürmer, selbst wenn es möglich wäre. Und eigentlich wären drei Mittelstürmer hier möglich. Auf dieser Position könnte man eigentlich jetzt sagen, mach mir den hier zur hängenden Spitze. Aber hat Konami abgestellt, abgeschafft. Genauso wie hier normalerweise Innenverteidiger möglich gewesen wäre, ist es aber nicht mehr. So, also von daher, wie arbeiten wir drumherum? Die beste Möglichkeit ist, ihm zu sagen, du bleibst bitte im Zentrum, Anchoring, und du bist unsere Counter-Target. Das heißt bei euch zocken im Deutschen, damit der schön vorne zwischen seinen beiden Mittelstürmer-Kumpels rumlungert. Und dann haben wir die beste Möglichkeit an Verpfropfung vorne drin. So, dazu haben wir noch zwei spielstarke Mittelfeldspieler und einen Verbrecher auf der 6. Viererkette ist gefühlt die gleiche Viererkette wie bei jedem anderen Viererkettensystem auch. So eng wie möglich, so kompakt wie möglich. Zusammen, also unser Ein-Sterne-Team mit Maurizio Jakobacki. Ich habe den Trainer nicht neu, den habe ich vor Wochen schon verpflichtet, aber ich will es jetzt mal testen. Jetzt, wo wir in dieser Verzweiflungsphase sind mit Harry Potter hat es in den Boden gerammt, auch ein Adebayo hat nicht funktioniert mit seinem Diamant 442 auf Anhieb. Jetzt testen wir halt mal den 2,5-Stürmer-Trainer, testen dann in ein paar Streams auch den 532-Russentrainer und am Ende müssen wir irgendwo wieder was finden, was Spaß macht und uns zurückkehren lässt auf ja, 900 oder gar 1000 Ratingpunkte. Also dieser Sturzflug in den Ratingpunkten, da kann ich erzählen, was ich will, das schmerzt. Finde ich nicht witzig. So, unser Zwei-Sterne-Team, und das sind die beiden Kollegen hier, die ich eben angesprochen habe. Werte sind nicht alles. Ja, okay, der ist schnell wie Hulle, der ist nicht mal unkörperlich, auch er ist nicht langsam, auch er ist körperlich. Aber bei den Player-Skills müsste ich eigentlich sofort sagen, und tschüss. Aber das sind so die Ausnahmen, die in der Saison, warum auch immer,
Spielzeit gesammelt haben, Spieler des Monats, Nominierungen, wenn nicht sogar Auszeichnung gewonnen haben. Und am Ende bleiben sie dann doch im Kader, weil, ne? Ich bin mir dessen schon bewusst, Freunde, dass da entweder hat der geile Player-Skills oder hat sie nicht, aber dafür hat er alles andere gut. Klar, da gibt es genug Spieler. Und der Schobo sagte auch mal, dass ich dadurch wahrscheinlich den einen oder anderen guten Spieler verpasse. Ja, kann alles sein. Ich glaube halt, also theoretisch, wenn ich so einen Malen gegenlege, habe ich das gleiche wie Daniel Malen nochmal mit besseren Player-Skills. Ein Bronzespieler hochgelevelt, von mir aus sogar ein Weißballspieler ausgemaxt, wie dem auch sei. Ja, kann alles sein. Aber irgendwo müssen die Grenzen ja gezogen sein. Tony Vilhena, auch, ich glaube, der erste silberne Eintauschspieler in dieser Saison, verdienter Playmaker, kriegt auch dank guter Wochenform heute mal wieder Einsatzzeit. Und ja, Viererkette ist Viererkette. Alpha Kevin Mbabu und Christian Tierney, der Schotte, heute unser Kapitän. Nach langer Zeit auch mal wieder auf dem Spielberichtsbogen. Auch hier wieder ein bisschen Wochenform mit angedacht. Klar, auch hier eigentlich gute Kader. So, und unser Edelstück für heute mit Vardy Partey von. Der Sturm ist pervers. Das ist echt 18 plus. Ja, Duvan Zapata, Artem Dzyuba und Jamie Vardy, das ist Pornhub der Mittelstürmer. Also das ist Wahnsinn. Und ja, müssen die entsprechend liefern, die Kollegen. Wir haben hier auch mal Koulibaly wieder. Ich glaube, sein ja, de Debüt in dieser Saison. Koulibaly, einer der besten schwachen Schwarzball-Innenverteidiger. Aber auch der angekündigte Nico Schulz auf der Bank. Tavernier, also auch die Kader. Mir gefallen. Ich habe auch die Kader auf alle Bock. Das steht außer Frage. Jetzt müssen die nur entsprechend liefern. Und da habe ich sogar eine 99 Teamchemie zusammenbekommen. Ja, guck mal einer an. Ja, hoffentlich ist der Sturm wirklich ekelhaft. Hoffentlich ist der Sturm wirklich ekelhaft. Und ja, liefert uns Freude. So, und jetzt müsst ihr bitte einmal abstimmen. Ich habe mir den Mund fusselig geredet. Trinke jetzt einen Schluck Kaffee. Werdet ihr bitte abstimmen? 1, 2 oder 3. Nach zwei Streams, 2 bis 4 Sterne, heute mal wieder die Rückkehr. Zu den Wurzeln. Und während ihr das abstimmt, mache ich schon mal die Vorhersagetool-Geschichte auf. Und zwar, was machen wir? Wir machen Vorhersagetool, Vorhersage starten. So, ihr könnt rein vorhersagen, haben wir ein gelungenes Debüt für Maurizio Jacobacci. Das bedeutet mehr Siege als Niederlagen. Oder haben wir kein gelungenes Debüt für Jacobacci? So, wir schauen mal. Ihr schreit hier. Ja, ihr wollt den ekelhaften Sturm sehen. Finde ich gut. Also, alle wollen 3 Sterne. Und dann machen wir 3 Sterne, auf geht's. Je nachdem, ja, könnte reichen mit 6 Spielen. Ihr wisst das, hier mit Nachbar und so. 22 Uhr ist Schluss und sollte da das 6. Spiel nicht mehr reinpassen, dann ist das halt Pech. Sonntag, 11.11 Uhr geht's weiter. Dann werden die Legenden gezogen, dann werden die silbernen Bälle eingetauscht. Dann werden die Matchday-Bälle und ihr wisst das alles. Dann wird da auch wieder der Kader vollgestopft. So, und ihr seht es auch. 825 Ratingpunkte, Sturzflug Deluxe. Es muss eine Trendwende her und dann ist der Mechanismus des Geschäfts klar. Neuer Trainer versuchen. Und wenn der nicht zieht, kommt der nächste und der nächste und der nächste. So, wir hatten von 1 auf 3 Balken hochgesprungen. Jetzt gucke ich mal. Oh, it's David Fish ist das, glaube ich, ne? IDF, it's David Fish, back. Ja, JP Colts. Oh, 700 Weekly Points. Ja, ich kann mir vorstellen, der Kollege streamt gerade auch. Grüße nach England. Wir haben immer spannende Duelle gehabt und ich sah gar nicht so schlecht aus in der Vergangenheit. Ich glaube, ich habe sogar eine positive Bilanz gegen den Kollegen. Oh ja, okay. Bin ich mal gespannt. Also, die meisten von euch kennen ihn. Auch Streamer, auch ein sehr, sehr guter Klicker. Hat, glaube ich, letztens Road to Glory mit den Startspielern vollendet mit einer Champion Badge. Also. Ja, was das Klicken angeht, macht dem Kollegen keiner was vor. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt
ausgibt. Er streamt das gerade. Ja, guck mal, dann passt das doch. Ja. Topspiel. Ja, dem muss ich jetzt erst gerecht werden. Dem muss ich jetzt gerecht werden. So, jetzt kommt Konzentration. Chat für das Spiel beiseite gelegt. Die Pfeile meinen es gut mit uns. Nur Timothée Bakayoko für Sergei Sidorchuk wird kein Wechsel werden. Auf der anderen Seite gar kein Thema. Der Ukrainer ist mit super Form unterwegs. Alles gut, ich gehe trotzdem nochmal alles durch. Ja, Sergei nicht über die Mittellinie. Dzhuiba vorne drin. Deep Defense Line natürlich. Und Dzhuiba auch als Counter-Target. Dzhuiba auch der Kapitän. Das wäre jetzt schön, wenn er ein Whitebencher wäre, ne? Aber ne, macht er auch nicht. Der macht kein Whitebenching. Hat er auch gar nicht nötig. Fischer als Starttrainer. Das wäre vielleicht auch einer, den wir nochmal jetzt zu fortgeschrittener Saison auch nochmal testen könnten. Ja, wenn das jetzt mit Jakobacci nicht wirklich nutzt. Über die Anzahl meiner Sim-Games, wie viel habe ich denn? Kann ich das auch nach. Schon 1 Million Sim-Games durch oder was? Kann man das gucken? Geht das so? Wie viel habe ich? Wo stehen Sim-Matches? 3700. Ja, was soll ich machen? Ich habe Strom und ich habe Homeoffice. Da kommt eins zum anderen. So kommt ja auch ehrlicherweise der. Oh, ich habe die. Oh nein, ich habe das Bild nicht gewechselt. Oh Gott. Virtueller Fußball. Jetzt. Gerade noch rechtzeitig. Ja, also so kriegt man seinen Kader halt auch voll. So kriegt man permanent sechsstellig GP, permanentes Spielerweg simulieren oder permanent Sim-Matches laufen lassen. Ja. So, zum Top vorbereitet. Zum Screenstart, so ein Brett. So eine Herausforderung. So, auf geht's. Portugiesischer Fernsehsender macht Pause. Auf geht's. It's David Fish zu Gast in der Let's Playmakers Twitch TV Arena. Und das ausgerechnet beim Trainerdebüt von Maurizio Jakobacci. De Paul, da sind einige. Ja, das ist zu einfach. Darüber lacht er sich wahrscheinlich noch mehr kaputt als über meine Sim-Matches. Schnelles Durchspielen. Daniel, der Double Touch ist schön. 1-0. Oh. Erster zielstrebiger Angriff. Erste brenzlige Situation. Ja, mit den Skillsticks ist er, glaube ich, auch einer von denen, die ganz weit vorne sind. Sehr sicher, sehr kontrolliert. Nee, das sollte eigentlich auf Sidorchuk. Der kann sofort wieder unangenehm werden, sofort wird explodiert. Ja, schafft sich Platz, zieht neu auf. Ja, gibt es den nächsten Abschluss, nochmal eine Aufziehen. Gravenberg, oh. Da kann man über den ersten Elfmeter nachdenken. Ach Gott. Nur hinten drin. Nur hinten drin, Fuß geht vor. Wieder brenzlige Situation. Das waren noch weniger Elfmeter als das erste. Den gibt es den Konter. Wieder Bellingham weg. Playmakers vollkommen hinten eingeschnürt. Gute Drehung. Da wird er getrippelt, geviertelt. Am Ende doch kein Ballgewinn. Wie ist denn hier los? Unangenehm. 1-0. Ja, verdient. Kriegt er leider weg. Da kriegen vier Leute die Flanke nicht verhindert. Und dann aus kürzester Distanz kann man vom Torwart auch nicht erwarten, den noch irgendwie kontrolliert zu parieren. Mehr oder weniger durchgeschossen. Ja, 0-1. Wieder. Ey, null Zugriff. Absolut keinen Zugriff. Daniel. Der Ball ist schlampig. Jetzt mal explodieren. Dafür haben wir doch vorne die Cheetah Boys. Dzhuiba. Ist ja noch gar kein Faktor. Ja, und der lässt sich sowieso immer gerne tief fallen. Vardy raus auf McTominay. Schwach. Und dann haben wir natürlich auch ohne Zehner ein riesiges Loch im Mittelfeld. De Paul. Ja. Den wir abgefangen. Kriegen wir jetzt auch mal eine kleine Explosion nach vorne hin. McTominay, Box to Box. Das ist eigentlich genau seine Aufgabe. Zapata, wo ist die Unterstützung? Jetzt haben wir unten vielleicht. Nee.
Wieder eine Offensivaktion. Carrascal, hatte ich ihr, glaube ich, auch mal empfohlen. Den bronzenen Argentinier. Ja, schön. Och! Nee, ist zu einfach. 2-0. Ja, Zielinski wird nicht aufgenommen, geht in die Tiefe. Und dann steht es auch dem Spielverlauf entsprechend 2-0. Totenstille im Stadion. Nein! Schwacher Ball von De Paul. Wo ist der Rückwärtsgang? Klare Überzahl bei den Playmakers. Und doch, ein paar scharfe Pässe. Und ein guter Marseille-Turn, schon wieder Platz, neu aufzuziehen. Ein bisschen Verlegenheitsball auch, um irgendwie dieses Loch im Mittelfeld zu überbrücken. Juiba, Vardy, einmal raus, Alphonso Davies, nee, wieder abgekocht. Er spielt seinen Stiefel ganz entspannt runter. Wir kriegen keinen Druck auf den Ball. Ja, immer wieder auch ein Skillstick-Gezuckel dabei. Schwer zu greifen. Und dann wird rumgespielt um den 16er. Jetzt haben wir den Fuß mal vor. Nicht wirklich. Und jetzt wieder der Versuch, schnell hinten rauszukommen. Pavard, auch kein Aufbaumonster. Jetzt vielleicht mal Juiba in die Tiefe. Juiba in die Tiefe. Wird abgearbeitet. Vardy ist da. Hält das Ding am Leben. De Paul. McTominay. Vardy. Ne, wieder zu ungenau. Und es ist irgendwo das ähnliche Gefühl wie, ja, weiß ich nicht, die letzten Jahre mit diesen Dreier-Mittelstürmer-Trainer, diesem Verfropfen. So richtig in diese Situation komme ich gar nicht. Dass ich da vorne alles sehr eng habe, mit Tiki-Taka und so schwer zu verteidigen bin. Dieses Loch im Mittelfeld, sehr auffällig hier schon wieder. Da fehlt mir tatsächlich auch beim Spielgefühl jetzt. Nicht nur von der Romantik her, der Zehner auf dem Spielberichtsbogen. Dürfen wir den noch? Ne, dürfen wir nicht mehr. 2-0. Die Gäste führen verdient. Servus Don Kopp im Nacken. PES 20 auf 21 aktualisieren. Ich glaube, du musst einfach nur das neue PES 21 kaufen oder PES 21 Lite runterladen und spielen. Und dann erkennt er, dass du PES 20 hattest, so mit Veteranenbonus, aber so ein Transfer von Mannschaft gibt es ja nicht. Es gibt kein Upgrade in dem Sinne. Du kannst, glaube ich, gibt es das überhaupt noch? Aus 2020 heraus 21 kaufen. Aber es ist jetzt kein Update oder so, was du ziehst. So, kriegen wir noch das Ding rumgerissen. Ah, Mr. Fish. Good game, well played so far. Deserving Lead für unseren englischen Gast. Aber mal gucken. Jetzt von rechts nach links. Ja, Lücke finden. Und wenn wir dann mal am 16er aufgebaut sind, dann kann es ja unangenehm werden. Jetzt vielleicht Duvan Zapata. Erster. Vielleicht sogar erster nennenswerter Abschluss für die Playmakers im gesamten Spiel. Kleiner Vorbote für die zweite Halbzeit. Ja, ich gehe mal in Offensiver. Das hätte ich schon längst tun sollen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch gezwungenermaßen etwas gieriger antizipieren. Wieder so ein halber Ballgewinn. Jetzt ein richtiger Ballgewinn. De Paul, vielleicht die erste gute Szene vom Argentinier. Jetzt können wir mal kurbeln. Können wir mal kurbeln, das ist eine gute... Och, Jamie, warum brichst du denn das Laufweg ab? Die Lücke war perfekt, nur auf einmal... Nee, ich krieg den Ball ja sowieso nicht. Nee.
So gibt es keine Vardy-Party. Den hat er weggeschenkt. Den guten Laufweg hat der Brite weggeschenkt. Nächster Anlauf der Colts. Bisschen am Zuckeln. Fuß geht vor. McTominay. Sidorczuk. Der hat immer noch die virtuellen Fußfesseln. Darf nicht über die Mittellinie. Jetzt geht's. Vardy in die Tiefe gegen McCrory. Was hat der überhaupt für ein Team? Komische Namen. McTominay, De Paul, einfach mal versuchen. Ja, immerhin scheinen die Playmakers wach zu sein. Eine Stunde gespielt. Ja, er kennt den Eckentrick natürlich. Wird nicht abgefangen. Szene lebt. Szene lebt und das Spiel lebt. Achtung, Freunde. Grüße gehen raus an Jenkins. Playmakers sind wieder dran. Stunde gespielt. Ja, drückt er leider weg. Und das Spiel hat jetzt direkt eine ganz andere Färbung. Duvan Zapata, es wird doch Chuiba. Sollte tiefer der Steilpass. Le kommt. Ja, und wieder gutes Pressing. Jetzt sind sie auf einmal wach. Nein, die Drehung war dämlich. Die Drehung war dämlich. Unten ist offen. Jack Grealish. Ja, der ist ein Skill-Move überladener Spieler. Da rennen wir dem Mr. Fish sicherlich nicht in seine Zuckelei. Gravenberg. Ja, Kontrolle ist da. Wo bleibt die Unterstützung? Fuß geht nur so halb vor. Jetzt müssen wir die Lücken finden. Oh nein, 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 nein! Kriegen den Abschluss wieder nicht verhindert. Fuß ist vor, wichtig. Und Vardy. Oh Gott, wie lange der braucht, um den Ball zu verarbeiten. Jetzt mal Juba in die Tiefe kriegen. Artyom Juba in die Tiefe kriegen. Ja, wird leicht gezuckt. Und am Ende nicht zum Abschluss gekommen. Mal nix da an. Oh, ja, im zweiten Versuch. Das Ding gerade noch gegen uns. Okay. Ja, vielleicht kriegen wir die Niederlage noch abgewendet. Zweite Halbzeit. Auf jeden Fall eine Steigerung. Der war schlampig. Ja, jetzt explodieren. Nein! Was pfeift er jetzt schon wieder? Da haben wir Glück gehabt. Okay. Da war mehr drin nach dem Ballgewinn. Aber noch genug Zeit, den Briten hier ein Schnippchen zu schlagen. Verwart. Keinen unnötigen Fehler im Aufbau. Auch mal die paar Sekunden nehmen. Wechsel auch noch gar nicht gehabt. Ja, das ist die Riesenlücke. Da ist die Riesenlücke. Carrascal gegen Koulibaly. Das sollte... Echt jetzt? Koulibaly gewinnt das Schulterduell gegen den Flimflämmchen Argentinier nicht. Come on, ey. Was eine behinderte Szene. Ja, komm, ey. Das ist lächerlich. Koulibaly gewinnt das Schulterduell nicht gegen Carrascal. Ja, alles klar. Okay, das ist bitter. Da war das Ding eigentlich gelöst, indem wir uns in den Zweikampf saugen. Tut weh. Dann kommt halt Kevin Volland zu seinem Debüt. Das ist dann jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr relevant. Jonathan Vieira, nochmal ein spielerischer Impuls für die Offensive 8. Aber das ist ein Hammer jetzt. In der 76. Minute Aufholjagd. Jäh gestoppt. Aber vielleicht kommen wir ja mit schnellen Klicks nochmal irgendwie zu einem Abschluss. Kommen wir nicht. Ah, nächste Lückensituation. Grealish. Nico Schulz mit erstem Einsatz. Nach Einwechslung. Kriegt das Ding gerade noch gelöst. Jonathan Vieira, ja, wir brauchen Angebote. Wir sind im Mittelfeld sehr unterrepräsentiert. Ja, das ist das bestimmende Gefühl dieses Spiels. Im Mittelfeld hast du sehr viele unangenehme Unterzahlsituationen. Zapata, Juiba, nein, die grätscht doch nicht. Warum grätschst du denn da? Lauf das Ding doch einfach zu Ende. Da hast du den Ball. Ja, du warst Zapata.
Also, ne, mein Eindruck war, als ich die Wochenform gesehen habe, der gleiche wie bei euch. Das gibt ein ekelhaftes 3-Sterne-Team, 3-Sterne-Sturm. Aber am Ende muss auch auf dem Platz entsprechend ekelhaft agiert werden. Und so richtig schlimm sind die noch nicht, die drei. Guter Ball. Juiba geht gut in die Tiefe. Artyom. Juiba. Spitzer Winkel. Gut zugelaufen. Am Ende keine nennenswerte Gefahr. Schnuckelball kommt. Demiray gegen McTominay. Zweiter Ball landet bei den Colts. Szene gelöst. Konter über Luka Jovic. Wieder richtig antizipiert. Hektischer Fehlpass. Wieder gut antizipiert. Dürfen wir nochmal. Zapata geht nochmal tief. Zapata geht nochmal tief. Zu spät. Retro-Einspieler. Ja, schön. Juba, Doppelback. Schöner Spielzug. Kommt zu spät. Und ich glaube, am Ende ist es eine gerechte Niederlage gegen It's David Fish. Servus Dopamin. Grüße nach Saarbrücken. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Yes, well played. Thank you, David. Deserving win after all. Ja, ist ein guter Klicker, keine Frage. Also es sind immer spannende Matches. Er spielt ja auch besonders. Ne? Also die Übersicht auf dem Platz ist besonders, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der er Skillsticks reinhaut. Wenn du im richtigen Moment die richtige Idee hast, wie er auch, um mit zu antizipieren, hilft das. Wir hatten einige gute Verteidigungsszenen, aber die erste Halbzeit, vor allem die ersten 20 Minuten, kaum hinten rauskommen, weil die Ballsicherheit halt perfekt ist. Die Ratingpunkte sprechen auch für sich. Von daher ist es auch voll in Ordnung. Knappes Match, trotzdem verdient. Und ja, dann sind wir erstmal mit einer kleinen Reise in den Stream gestartet. Aber Jakobacci noch nicht abschreiben, Freunde. Vielleicht finden wir noch den Groove. So, kurz überlegen, was habe ich gesagt? Wir ziehen nichts bei Spielen, wir ziehen nur bei Siegen weiter die Box. Ja, dann seid ihr jetzt schon wieder am Start. Mit Abstimmen. Mit wem geht's ins zweite Spiel? 1, 2 oder 3 Sterne, bitte einmal abstimmen. Nicht verzagen. Die Niederlagen kann man auch einfach mal akzeptieren. Oh, danke fürs Prime-Abo oder fürs normale, wie auch immer, Abo. Dopamin, ganz herzlichen Dank. Chris Verstehst ist wieder am Start. Danke fürs Reinkommentieren. Ja, Tinti, das ist halt genau der Punkt. Man kann natürlich Aufstellungen modifizieren und klar könnte ich Juiba oder wer auch immer die hängende Spitze ist, den tiefer ziehen. Aber das ist ja gerade der Gag, das will ich ja nicht. Ich will ja kein behindertes 4-4-2 in andere Muster pressen. Dann kann ich auch einen richtigen 4-4-2-Trainer wählen, wo ich dann auch vernünftige Zähne aufstellen kann. Ja, theoretisch könnte ich das probieren. Ja, machen wir das jetzt mal. Habe ich nichts gegen, alles gut. Nur, das war ja letztens auch bei Harry Potter mit den 3 Zehnern. Das System habe ich ja gespielt, weil ich die Besonderheit der 3 Zehner nutzen wollte. Und ich hätte da aber auch die beiden äußeren Zehner runterziehen können. Und dann wäre es auch eine Raute gewesen. Aber dann kann ich ja auch, ne, also, dann gibt es, glaube ich, Trainer, die haben bessere Defense-Line-Kompaktheit-Werte und sind richtige Rautentrainer als hier so ein verkappter Jakobacci. Aber ja, vielleicht ist das auch genau der Schlüssel, um mit dieser Aufstellung dann besonders gut zu sein. Es kann alles sein. Ich bin noch nie wirklich erfolgreich gewesen mit so 3 Stürmern oder 2,5. So, und ich glaube hier beim Draufblicken eurer Abstimmung kann man sagen, 2 Sterne gewinnt. Gucken wir mal, wie die Kollegen sich machen und dann machen wir das jetzt mal. Dann spielt der 9,5er, der spielt dann jetzt mal den verkappten 10er. Why not? Auf geht's. 2 Sterne, danke fürs Abstimmen. Witzigerweise muss ich ganz ehrlich sagen, nach so einem Spiel, das ist okay. Das nervt mich ehrlicherweise gar nicht. Also gegen gute Klicker, gegen gute Spieler, die auch sauber zu Ende spielen, keine Whitebencher sind, eine verdiente Niederlage,
Das hat so ein bisschen was von Freitagabend mit meinem Kumpel. Wenn der neben mir sitzt und mich mit einer guten Vorstellung besiegt, dann ist das eher so High Five, geile Nummer, schöne Tore, was auch immer, als sich dann verbissen aufzuregen und vielleicht auch noch die Schuld beim Spiel zu suchen. Das ist okay. Gute Partie. Und dann kommen so Niederlagen gegen einen Whitebencher mit vorne wie Ronaldo, Messi, Mbappé und der Rest nur lauter Graupen und lauter 55er Chinesen-Torhüter auf der Bank. Gegen solche Leute dann eklig verlieren, die tun weh, die ärgern, da kommt der Zorn. Ja, Coco, ist genau das, was ich auch habe. Vom Gefühl her ist es genau das Gleiche. Irgendwie, also wenn ihr PES Hub auf Twitter folgt zum Beispiel, die tweeten jetzt nicht allzu viel. Aber wenn so ein Drei-Mittelstürmer-Trainer kommt oder sowas wie Jakobacci jetzt mit 2,5 Stürmern so nah dran, das sind immer so Tweets, die kriegen Aufmerksamkeit und das weckt dann bei mir immer so den Eindruck, das sind so die Cheater-Trainer. Wie letztes Jahr ein Paulo Sousa, mit dem ich nicht klarkam, wie ganz zu Beginn der Saison Jürgen Klopp, den alle eklig gespielt haben. Wo ich mir auch mal denke, warum komme ich mit solchen Cheater-Trainern nicht klar? Aber sehr viele Leute springen drauf und können damit arbeiten. Und ich interpretiere die ja auch eigentlich so, wie man sie interpretieren soll. Vorne alles eng zusammen und eklig Fußball spielen und so. Ich will das ja auch mal versuchen und schaffen. Aber ich kriege es ehrlicherweise nicht hin. Und deswegen, ja, Fünferkette ist das Beste. Schauen wir mal. Den Test fahre ich auf jeden Fall auch noch. Wir haben ja vor einem Monat mal Liverani getestet. Der hat nicht geklappt. Auch das so ein früher Trend gewesen. Vorne, hinten Fünferkette schön verfropfen mit noch Sechsern davor. Hat mich jetzt auch nicht zum Champion gemacht. Am Ende war es Mendy Libar mit zentrumslastigen 4-2-2-2. Naja. So, wir haben zwei Balken. Wir warten mal ein paar Sekunden, ob die zappeln. Sieht gut aus. Dann nehmen wir den. Und das sind dann halt so Spiele, wenn du nach einem Spiel gegen den It's David Fish kommst, nach einem richtig geilen Klicker, enge Partie, wenn gleich verdient verloren. Dann möchtest du dich eigentlich rehabilitieren gegen nicht so einen Startspieler. Und dann kommt sowas. Das ist von der Motivation jetzt her erstmal nicht so geil. Und wo ich bei ihm einen Tomiyasu sehe, natürlich haben wir gesagt, dass wir nach einem Spiel was ziehen. Der Japan-Agent, Freunde, ihr müsst mich daran erinnern. Japan-Agent nach dem Spiel. Die ziehen wir, diese drei Japan-Züge machen wir heute auf jeden Fall. Wenn wir gewinnen, weiter die Box, aber. Ungeachtet von der Leistung, der Japan-Agent wird heute dreimal gezogen. Das auf jeden Fall. So, die Pfeile wie immer. Wichtig. Kenny Atio muss spielen. Für Mislav Orsic. Ne, warte mal. Kenny hat, glaube ich, kein hängendes Sturmding. Nein. Kenny muss vorne rein. Und ersetzt Nasri. Okay, komm. Ne, wobei. Ne, warte mal. Malen wegen rechter Fuß. Oder? Nein, nochmal anders. Wir gucken, wer hat den. Keiner hat Super Sub, also ist das egal. Simon Aya Okuson muss spielen, ersetzt Sangare. Und ansonsten passt das. Alle gut trainiert, alle willig. So, dann haben wir hier Defensive, Okuson. Anchoring auf Orsic. Counter-Target Orsic. Ja, das lasse ich drauf, oder? Das lasse ich drauf. Das ist alles Nee. Das machen wir neu. Orsic ist ein Linksfuß, ne? Ne, ist ein Rechtsfuß. Linker Fuß will Hena, das passt. Ecken Pereira, pass, 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 pass. So. Und dann jetzt hier, den hier machen. So, Orsic als hängende Spitze so. Ne? Es ist jetzt auf den ersten Blick. Oh, geil, guck mal, der spielt wieder Diamant, aber es ist halt verkappt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Suzuki ist ein super schneller Typ, ne? Hat er jetzt scheinbar nicht, aber du meinst den Japan Suzuki, ja, den habe ich als Bronzeball. Der ist monsterschnell. Und ja, gut, jetzt kriegen wir den dann. Wenn wir den als Featured Player ziehen, dann hat er halt alles nur ein bisschen mehr. Aber der wird, glaube ich, dann nicht effizienter, was seine Belastung auch für die Mannschaftsstärke angeht. Servus Lizard, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, Mendy Libar, logisch. Was soll ich über den Trainer Schlechtes sagen, wenn ich mit dem zum ersten Mal in meinem Leben Champion geworden bin? Also von daher, klar hat er mit mir gut funktioniert, kann ich jeden nur empfehlen. Vor allen Dingen den alten Mendy Libar, den ich noch hatte mit zwei Zehnern in der Mitte. Viele von euch haben ja dann gefragt,
Wo ist der denn? Ich finde den nicht mehr, den du hast. Ja, ihr habt dann den mit Außenmittelfeldspielern, der ist nicht mehr so sexy. Also von daher. Ah, okay, nicht mit Counter-Target vorne. Wir machen das jetzt mal so. Wir spielen jetzt eine Halbzeit mit tiefgezogenem, hängenden Stürmer Orsic. Wenn das jetzt, wie auch immer das jetzt funktioniert, zweite Halbzeit machen wir einfach das Counter-Target weg, damit er sich ein bisschen freier bewegt als hängende Spitze. Aber in jedem Fall Anfänger, 300 Ratingpunkte, keine durchweg ernstzunehmende Aufstellung, klarer Pflichtsieg für die Let's Playmakers im zweiten Spiel des Abends. Im Nesri. Aha. Schon wieder keine Anspielstation im Mittelfeld. Sonneneinstrahlung im Camp Nou ist auch großartig nervig. Tierney, Pereira. Erstes Angebot vom Uruguayer, aber auch gutes Angebot von Tierney. Ganz schwacher Pass. Ins Nichts die Flanke. Schlechter Ball nach vorn. Okay. Ja, ist nicht so der erfahrene Klicker. Dann auch so die ersten Eindrücke, die einen noch weniger motivieren, hier Vollgas zu geben. Ja, Bellingham kommt, Orsic kommt da gut entgegen. Jetzt fehlt er natürlich vorne. Die Klicks kommen, aber En-Nesyri kriegt den Fuß nicht doch noch vor. En-Nesyri nimmt Alpha Kevin im Babu mit. Wilhena, gute Drehung. Wilhena. Atiu. Ja, Wilhena. Man kennt sich doch vom letzten Jahr. Aber Zusammenspiel klappt nicht. Ja, den Einwurf wollte er uns auf jeden Fall nicht geben. Jetzt neuer Anlauf für Mbabu. Wilhena. Atiu. Ja, Pass kommt ein Ticken zu spät. Die Grätsche ist aber gut. Atiu, die Grätsche ist nicht ausreichend. Hakeliger Beginn. Mbabu. Ja, bleibt konstant. Holt das Bällekin. Nächster Anlauf. Schlechter Pass von Wilhena. Gut nachgearbeitet. Nee. Okuzu, gut nachgearbeitet von Wilhena. Der geht jetzt auch in die Tiefe. Irgendwie jetzt ruckelt es auch. Oben rechts zu sehen. Aber zwingend, ich sehe den Ball nicht. Da oben im Sonnen- zu Schattenbereich sehe ich den Ball nicht. Oh, Atiu, Körper ist drin. Schön rumdrehen. Ja, der Südsudanese quält sich gut vorbei. Atiu geblockt. Tierney, nächster Anlauf. Tony. Wilhena. Zauberlinker Fuß. Pfosten. Klatscher. Und dann schlampiger Pass. Und jetzt muss der Rückwärtsgang auch kommen. Für Josip Iličić. Den haben wir Sonntag eingetauscht. Gucken, wann wir den Kollegen mal im Stream sehen. Den Slowenen. Wilhena. Neuer Aufbau. Pereira. Gutes Angebot. Ja, ihr seht's. Ja, ist erster Eindruck. Das ist natürlich ganz schlimm. Von einem Anfänger oder von dem It's David Fish zu einem Anfänger ein Spielgefühl auszumachen und auch zu benennen, aber wir haben auf jeden Fall im tiefen Mittelfeld eine Anspielstation, eine spürbare Anspielstation mehr mit dem Orsic hier. Also er hängt dann vorne nicht fest, sondern ist anspielbereit. Das kann nur helfen. Natiu ist durch. Kenny. Atiu. Also. Und da ist er einmal auf und davon. Und das lässt er sich nicht nehmen. Keine halbe Stunde gespielt. Playmakers führen. Und das, glaube ich, auch verdient. Pfostenschuss von Wilhena war schon eine Annäherung. En-Nesyri. 2-0. Ja, jetzt kann es schnell gehen und schnell dahin gehen. Doppelschlag der Playmakers. Und wenn sich das vielleicht ein bisschen krampfig anfühlte, haben wir jetzt ein bisschen Luft. Klar, fühlt sich das jetzt deutlich besser an als im ersten Spiel. Und Orsic vielleicht auch vom Spielertyp eher einer, der sich hängen lässt. Als dass er vorne rumbuckelt wie ein Juiba. Orsic! Dauert ein bisschen zu lang, aber geht nochmal gut. Findet ihr das eigentlich gut? Das ISS Retro Ding von Jenkins, das ist cool. Ja, haben wir uns da vernünftig was gebastelt. Ja, es könnte jetzt ein Spiel werden, wo ihr das noch häufiger sehen müsst. 3-0. Und ja, wir hatten es schon häufiger in den letzten Monaten. Und es ist nie böse gemeint, aber wenn man gegen den 300er gelost wird,
dann ist das jetzt bei dem Spielstand vielleicht eine berechtigte Hoffnung, um Zeit zu sparen an diesem Dienstagabend. Dass ein Halbzeitquitt auch bei dem leichten Geruckel vielleicht das Beste für alle wäre. En-Nesyri, schlampiger Pass. Der muss Tony Vilhena nur erreichen, dann steht 4:0. Pereira, Risikoball, kommt aber an. Mac Tierney, ich will immer Mac sagen, oder ich sag immer Mac. Kommt der Kenny mal aus der Distanz. Schönes Punkt. Servus Rusty Nature, es gibt keine News zu PES. Keine offiziellen News. Etwas, was über Gerüchte aus der Community hinausgeht. Leider nein. PES ist weiterhin, PES 22 ist weiterhin mehr ein Mythos. Wie geil es wirklich wird. Nächstes Kick. Daniati, der nimmt seine Startelf-Chance. Ja, Pereira, schönes Ding. Und dann wuchtet der Südsudanese das Ding ins lange Eck. Ja, und er hat die Wiederholung auch, glaube ich, erstmals nicht weggedrückt. Vielleicht ist da so ein bisschen der Wille auch schon gebrochen. In jedem Fall gibt es gleich eine Box zur Belohnung. Ich glaube, wir können hier schon von einem gelutschten Drops reden. Das ist ISS Deluxe, Tinti. Das ist ISS Deluxe Einspieler. Aber Jenkins war so freundlich, mir generell seinen kreativen Support zuzusagen. Ich habe noch ein paar andere Dinge in der Verlosung, die ich gegebenenfalls so bereitstellen und schneiden lassen möchte. Und dann Achso, das habe ich euch ja gar nicht jetzt ausgepackt gezeigt. Ne? Wir haben hier, kann man das sehen? Ja, warte mal. Hier, wir haben jetzt hier das Stream Deck. Ja, jetzt werden hier mit Knopfdrücken die geilsten Sachen ausgelöst. Also aktuell ehrlicherweise nur das ISS Retro Ding. Aber da sollen die Tasten natürlich noch schön belegt werden, damit wir hier ein paar Effekthaschereien im Stream noch betreiben können. Und das ist nur der erste von 6 belegten Knöpfen, dieser ISS Deluxe. Retro-Jubler, 4-0. Es ist am Ende dann der ersten Halbzeit doch so deutlich geworden, wie es die Rating-Punkte am Ende ausgemacht haben. Jetzt ehrlicherweise die Hoffnung auf den Halbzeit-Quitt. Und da ist er. Daumen hoch an Giorgio für den Halbzeit-Quitt. Don Kopp in Nacken. Brobey ist ein schöner, schöner Einwurf. Den hatte ich als weißen Ball und hatte ihn auch schon auf 77 hochgelevelt. Und dann stand auf einmal Breaking News, Brobey, Ajax-Talent Brobey wechselt in der nächsten Saison ablösefrei zu Hurenball. Dementsprechend weißer Ball sofort gelöscht. Und ja, eigentlich eine interessante Personalie gewesen, aber ist gelöscht, ist kein Thema mehr bei den Let's Playmakers, der Brobey. So, Sieg ist da. Und das heißt, jetzt können wir wieder Spieler ziehen. Wir ziehen eine Box als Belohnung und wir ziehen einen von heute 3 Japanern. So machen wir das. Belohnung muss sein. Zweites Spiel, erster Sieg. Rusty, ganz herzlichen Dank fürs Abo. Das ist doch mal schön, dass es dir hier gefällt. So, wir ziehen einen Agenten, eine Collectors Box. Ja, ich glaube, absolute Krönung wäre von der Notwendigkeit her, von dem, was wir anfangen können, immer noch ein Ousmane Dembélé. Aber Gabriel Malgalala. Ich glaube, das ist ein guter goldener Innenverteidiger von Ajax. Jonas Hector habe ich schon mal weggelöscht. Zum einen, weil er bei Köln spielt, zum anderen, weil er körperlich und so. Das ist, hilft gar nichts. Das ist zu wenig für den Ex-Nationalspieler. Den brauchen wir nicht. So, Mikkel Edwards. Brite in Schottland. Auf der 10, die wir nicht mehr haben. Egal, dynamisch, dribbelstark. Oh, Balance. Ja, das ist erstmal dynamisch, dribbelstark. Nicht zwingend genug. Ein oder zwei Passkarten fehlen. Keine schlechte Karte, aber auch keine gute. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, der ist brauchbar. Physis ist da, Schnelligkeit ist da. Kopfballstärke, Stamina 81 für einen Innenverteidiger ist fast schon egal. Der kann aber auch einen geraden Ball spielen. 1,90, bisschen aggressiv und alles. Player Skills so am Rande. Ja, so ein Acrobatic Finish wäre noch geil, aber den behalte ich. Ja, ist okay. Gabriel Magalhães. Justin Kluivert habe ich vermisst. Was? Den habe ich, glaube ich, auch schon mal gelöscht.
Wen habe ich denn jetzt gelöscht? Was? Habe ich jetzt irgendjemanden gelöscht, der. Whiteball Lukaku, der Brobbey. Ja, da gibt es einige. Einige Kandidaten, aber da. Also die Regel muss ich weiter hochhalten. So, die ganz ekligen Projekte da draußen, die kommen hier nicht in den Kader, Freunde. Auf gar keinen Fall. So, also das nochmal aufgesagt. Premium Agent, die beiden Legenden, die man sich aktuell als Comp Challenge erspielen kann, wissen die meisten von euch ja sowieso, haben sie vielleicht eh schon geöffnet. Alles Sonntag. Matchday-Bälle Sonntag, aber heute auf jeden Fall noch ungeachtet von Siegen. National Team Selection Japan. Und ihr könnt es nicht sehen, 3700 Coins, also irgendwo müssen die ja mal hin. Und jetzt gucken wir mal, welche Kollegen wir uns da ziehen. Oh, leicht bläulicher Planet. Goldener Ball ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, beide Innenverteidiger sind spannend. Mit der 8 ist Haraguchi, oder? Ja, ist Haraguchi. Und Originalgesicht. Alle Hannoveraner freuen sich. Der würde auf der 10 interessant sein. Hängende Spur. Erstmal okay. Nein, von den Positionen ist er nicht witzlos. Jetzt bin ich unsicher, ob der als Spieler auch taugt. Weil ich werde auch bei solchen 100-Coin-Spielern hart aus 7. Dynamik 84, das geht. Ja, ist erstmal okay. Von den Werten okay. Bisschen, ja, bei, ja. Player Skills. Sind zu wenig. 100 Coins für ein Popo. Da war das jetzt clever. Ich muss, das war jetzt nicht schlimm. Warte mal, Moment. Weil der ist jetzt quasi ausgegraut, ne? Oder kann ich den jetzt noch mal ziehen? Den kann man sowieso immer wieder ziehen, ne? Das ist das Tolle an diesen Boxen, dass man theoretisch einen Spieler dreimal ziehen kann, ne? Player of the Week kannst du auch dreimal den gleichen ziehen, ne? Also war das jetzt, oder war das jetzt doof, den zu löschen? War das doof, den zu löschen? Das müsst ihr mir einmal kurz erklären. Ich glaube nämlich, ist egal, ne? Ist egal. Okay, man kann ihn so oder so doppelt und dreifach ziehen, egal ob man den im Kader lässt für die Ziehung oder nicht. Okay. Ja. Ja, Freunde, ganz ehrlich, das klare Regeln. Also, das ist ja Feature Player hin oder her, der kann bunte Karten haben, wie er will. Will ich trotzdem nicht. Ja. Gut, dass Kati nicht da ist, sonst gäbe es jetzt, glaube ich, richtig auf dem Popo. Aber ja, Haraguchi hilft uns. Nicht weiter. So, drittes Spiel. Einmal abstimmen. Ein, zwei oder drei Sterne. Womit geht's ins dritte Spiel? Weiter. Jakobacci Party. So, und wir bleiben weiter bei der Taktik mit dem Mittelstürmer, hängenden Stürmer, den ganz runterzuziehen und lassen die Einstellungen erstmal, wie sie sind. Das machen wir. Alles andere gucken wir dann im Verlaufe des Matches. Also ein ganzes Match idealerweise gegen einen guten Gegner brauchen wir schon. Also einmal in den Chat schreiben, worauf habt ihr Bock? Ein, zwei oder drei Sterne-Team. So, das sieht nach einem Sterne aus. Das ist gut. Dann haben wir alles einmal durchprobiert. Ja, Greiti versucht nochmal die drei Sterne zu pushen. Schönen guten Abend, Dix. Aber ne, ein Sterne gewinnt. Und dann haben wir, man möchte sagen, das ungeschriebene Gesetz. Wir schauen jedes Sterneteam einmal an. Und danach gucken wir mal. Oh, seht ihr das hier? Ihr seht das, ne? Ihr seht die kleine Maus. Guckt mal, komplett unbeeindruckt. Aber bisher gab es ja auch noch nicht so viel Grund rumzuschreien. Also von daher Katze ganz entspannt. Servus Bukowski. Paya97, danke fürs Reinkommentieren. Ich glaube, deinen Namen lese ich zum ersten Mal im Chat. Das ist doch auch schön. Immer wieder neue Namen auch hier in der edlen Runde.
An diesem Dienstagabend. Habe ich recht, dass heute tatsächlich keine Konkurrenz ist oder läuft gerade irgendein Fußballspiel, was ich nicht auf dem Zeiger habe? Bosch entlassen, ja, okay. Bayer Leverkusen, das ging leider immer weiter in die falsche Richtung. Und bis zu einem gewissen Punkt dachte man in der Saison noch, das könnte eine richtig goldene werden, ne? Das könnte eine richtig goldene werden. Ah, morgen sind Länderspiele, deswegen. Gut, dass ich heute dran bin. Ja, so tief runter nach dem Champion. Also, die meisten Stammzuschauer von euch haben es ja mitbekommen, waren bei vielen Spielen auch live dabei. Gab nach dem Champion wenige Phasen, wo ich abseits des Streams noch gespielt habe. Hab mit Harry Potter nochmal Lust bekommen. Neues System, 3-10er, hat gebockt, klar, aber hat dann auch relativ schnell gemerkt, okay, so erfolgreich, bocken tut's nicht. Das hatten wir. Aber auch viele Streams waren ja enttäuschend. Der Sonntag jetzt mit drei Niederlagen, zwei Unentschieden, nur einem Sieg, der war schon hart. Der Sonntag davor, ehrlicherweise, war mit fünf Siegen und einem Unentschieden nicht verkehrt, aber das war dann wohl nur so ein kleines Aufflammen, wo uns das Skript wohl gesonnen war oder wie auch immer. Also es ist nach dem Champion auf jeden Fall spürbar schlimmer geworden. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Es ist mit Mendy Libar, ist es ja schon runtergegangen und dann kam halt die Idee, ja, okay, gibst du nochmal einen neuen Impuls mit einem coolen Trainer, der spannend aussieht. Weiß nicht, ob es an mir liegt. Ja, muss ja. Aber ja, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, die 1004 in dieser Saison nochmal zu schaffen, das ist wahrscheinlich nicht mehr drin. Aber ich habe es auch schon oft gesagt, sorry, also gut anfühlen tut sich das nicht. Ne? Mir ist das nicht egal, wenn ich hier jetzt jedes Spiel verliere und Kasper hier rum. Also der Ehrgeiz ist schon noch da, gut zu spielen. Von daher ist das schon keine schöne Zahl, die da steht. Aber vielleicht ist es auch jetzt nur eine Frage. Jetzt sind wir, also Mendy Libar ist quasi abgehakt. Bisher bester Trainer der Saison. Super System, hat funktioniert am Ende. Vielleicht muss man jetzt nur den zweitbesten Trainer für die LPM 11 finden. Und dann ist das jetzt vielleicht ein Jakobacci. Und wenn der nicht taugt, dann ist es vielleicht ein 5-3-2 Russe. Oder welche Trainerempfehlung ihr sonst noch habt und Ausspruch. Ich glaube, Blessin wurde empfohlen, wo das gerade gesagt wird. Ich weiß gar nicht, wer von euch das war. Glaube ich, Sonntag im Stream und auch auf Instagram wurde es gefragt, ob der in Frage kommt, ob ich mir den mal angucken kann. Und ich glaube, ich habe mir den angeguckt, aber wie gut habe ich ihn mir angeguckt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Dann freestyle ich das an der Stelle mal, während wir hier Gegner suchen. Und das dauert scheinbar. Was? Was? Name Bressin. Zack. Fertig. No results. Dann doch Blessin. Doch Blessin. Ja, A. Blessin von Ostende. Ah, ist auch so ein Dingstrainer. Auch so ein 5-3-2-Trainer. Genau. Zwei Sechser, ein Zehner, zwei Stürmer und die Fünferkette. Support Range 5 von 10. Defensive Linie runter. Kompakt hoch. Konter, lange Bälle. Zentrum. Das Einzige, was mich an ihm stört, ist Pressuring. Also die Pressing-Variante von ihm ist konservativ, also zurückhaltend. Also ich hätte schon gerne All-Out-Defense, alles schön hinten reinstellen, aber dann Pressing nah am Mann. Ich glaube, beim Pressing muss Frontline irgendwie, da muss ein anderes Pressing stehen, damit der sich nicht komplett hinten einigelt. Ah, Bukowski, du warst das. Guck mal, dann passt das. Dann bist du ja genau der richtige Mann jetzt, dem ich das aufsage. Ja, Schobo macht ja keinen Stress. Keinen Stress. Alles gut. Ja, dann ist der ist theoretisch auch einer von den 5-3-2-Trainern, die jetzt in der Verlosung sind. Wir haben ja eben geschaut, weder Blessin noch Pervouchin, was Koko uns eben gezeigt hat, oder Fedotow waren greifbar. Gucke ich jetzt die Tage immer wieder rein und spätestens zum Trainerroulette Ende des Monats hole ich mir einen der drei oder alle, wie auch immer. GPs sind da genug da. Und dann testen wir den wahrscheinlich auch nochmal. Weil auf dem Papier klingen die alle so wie, das könnte klappen, das ist gut. Du hast hinten drei Spieler, die sind nur zum Verhindern von Toren da. Dann hast du davor zwei Sechser, die verstopfen nochmal mehr. Dann hast du auf den Außen Verteidiger, die marschieren, wie sie gerade Bock haben und Stamina haben. Und vorne magisches Dreieck. Da musst du doch irgendwie in gefährliche Situationen kommen. Ja, und dann spielst du und verkackst und bist nicht zwingend genug. Und ja. Dann schauen wir einfach,
wie es klappt. Aber ihr seid immer herzlich eingeladen, hier im Stream, unter das YouTube-Video später, auf Discord sowieso 24/7 mitzudiskutieren, Empfehlungen abzugeben. Und ja, irgendwie werden wir schon wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Zumindest ist das meine große Hoffnung. Also so komplett das Spiel verlernt nach 1004 Ratingpunkten habe ich hoffentlich nicht. So, das ist jetzt aber auch mal genug an Gegnersuche. Nervt gerade ein bisschen. Gehen wir mal raus und wieder rein. Zack, zack. Gucken, ob das einen Unterschied macht. Ja, der übliche Krampf, ein Sterne oder generell niedrig sternig zu spielen. Aber gut, dann monologisieren wir einfach an der Stelle weiter. Neben den zwei japanischen Ziehungen, die wir gleich noch haben. Und so richtig brauchen von den 8 Spielern oder was da in der Verlosung ist, brauche ich halt auch keinen wirklich. Ne? Das ist jetzt nicht so, oh Gott, ich muss unbedingt den haben. Dann lass es 3 Nieten werden, dann werden die gelöscht und dann ist es, ja, ist es halt so. Bei den Legenden das Gleiche. Also Com-Challenges sind schon gespielt, Sonntag ziehst du. Da gibt es auch den einen oder anderen. Wir haben eben Rijkaard Iniesta als Beispiel genommen, die würden mir schon weiterhelfen. Auch ein Torres als 85er statt als Ikone, mittlerweile glaube ich 83. Jetzt haben wir hier 2 nicht wackelige Balken. Ja, vor der Appetit, nehmen wir. Nehmen wir den Kollegen, sehr schön. Endlich wieder virtueller Fusa. Wobei, hat zwar 5 Siege am Stück, aber ist kein Champion-Badge, keine 8000 Rating-Punkte und so. Das ist schon mit Vorsicht zu genießen. Ja, guck mal. Aschavin, Elia, Afif ist quirlig. Fredi, also sehr quirlige Offensive, der Kollege. Tialand ist gut. Oder gibt es den wirklich? Nein. Das ist. Ja. Ja, Rusty, genau. Das ist der Grund. Vor allen Dingen gibt es wenige PES-Spieler, die 1 Sterne spielen. Also ich denke mal, wenn man jetzt ganz normal 5, ganz normal, aber wie es wahrscheinlich der Großteil im MyClub spielt, 5 Sterne, die besten Spieler, die man im Kader hat, aufstellt und zocken will. 5 Sterne findet man relativ schnell. Da können jetzt alle anderen hier gerne widersprechen. Aber bei 1 Sterne, das ist schon sehr speziell. Da sucht man mal ein paar Minuten länger. Ein Whitebencher, wie sympathisch. Wie sympathisch. So, was haben wir dazu? Aurojo darf nicht spielen. Wird durch Zeluschka ersetzt. Gartenmann muss spielen. Matteo Scaliani muss spielen. Okay. Ersetzt den, glaube ich, einzigen Kapitän, den ich... Nee. So, Moment. Also, Defensive, Amissi. Anchoring, Pululu. Counter-Target, Pululu. Das bleibt. So. Ist das der goldene Trick? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Mal gucken. Werden wir sehen. Werden wir jetzt testen. Kapitän. Na, warte mal. Gioberto ist Kapitän-Attribut. Lange Bälle Amissi. Kurze Bälle. Gioberto mit De Pololo. Oder habe ich einen besseren Linksfuß? Nein, haben wir nicht. Traurig, egal. Ecken. Dritte Mateusz. 11 Meter. Ja. Ja, okay, das bleibt. So, weit sind wir aufgestellt. Al-Hilal zu Gast. Zum dritten Spiel. Okay. Ich sehe mich nach dem Stream ganz ehrlich, Tialand auch. Ich google den jetzt. Ich gebe dir den Triumph. Jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie ein blödes Meme, oder? Tialand. Das ist wahrscheinlich ein Meme, oder? Nein. Albert Tialand gibt's wirklich? Nein! Albert Braut Tialand. Nein. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Ne, das ist doch ein Internet. Das ist doch jetzt so ein Internetphänomen, oder? Albert Tialand ist der Cousin von Erling. Tatsächlich. Alter Schwede, ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, das klingt jetzt für uns Deutsche so lol, aber für. Nein, es gibt tatsächlich Tialand. Schön. Das ist so eine Wer wird Millionär-Frage. Wie heißt der Cousin von Erling Braut Haaland? Dann stehen da so 4 Namen. Und bei Tialand denkt man, der ist schon mal raus. Und dann 50-50 sogar. Oh.
Okay, jetzt Konzentration. 5 Siege am Stück, die muss man auch erstmal holen. Ja, es ruckelt schon. Es ruckelt schon. Ganz großartig. Ungeachtet des Ergebnisses, was auch immer bei rauskommt. Alleine, dass es ruckelt und schon keinen Spaß macht. Nervt das schon. Erste Abschlüsse. Plululu. Also. Yeah. Ja, erste Szene, erstes Ruckeln. Also. Afinipupululu mit dem ersten Abschluss. Und ich glaube, Tinti hat mit seinem Zieh doch mal den hängenden Stürmer etwas tiefer für einen verkappten Zehner-Kniff den Stream gerettet. Nein, ist es noch zu früh, hier auch schon von einem Sieg auszugehen, vor allem wenn Andriy Arshavin jetzt hier den Ausgleich einköpft. Aber auch da wieder der Zehner aus der Tiefe kommend mit dann Torgefahr und mit einem guten Abschluss. Amisi, Gioberto ist nicht schnell genug, um sich davon Gnacker zu lösen, bleibt in der Szene drin. Der Madagaskar, Szene lebt wieder. Baggio, Gioberto, geblockt. Matteo Scalziani, abgelaufen, jetzt nicht überdrehen. Guter Anfang hier, gute 10 Minuten, Führung ist da, gute Momente. Elia auf die Reise geschickt, Sakala ist aber auch kein Langsamer, den kriegt er. Den, ja. Bade, wichtig dazwischen zu knüppeln. Und unser 1,58. Oh, ist das, ey, immer. Was ist denn hier los mit der Engine? Was ist denn hier los? Baggio, guten Steppers. Ja, irgendwie. Es ist Verzögerung Deluxe, Freunde. Auch wenn da lustigerweise oben nichts blinkt. Ah, jetzt kommt's. Okay. Also ganz, ganz wackelige algerische Verbindung. Ganz gruselig. Na gut, dass wir jetzt 1-0 führen. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir haben beide miteinander eine schlechte Verbindung. Dann kann dieses 1-0 natürlich Gold wert sein, um sich hier hinten einzuigeln und immer irgendwie die Füße zwischenzukriegen. Ball an die vorderste Front zu Pululu. Jetzt das Ding durchstecken. Pululu wieder durch. Pululu. 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 Spielst du bitte dieses tolle Retro-Ding? Jawohl. Tolle. Hatte ich völlig vergessen, euch zu sagen. Jetzt haben wir hier das Stream Deck installiert und können witzige Sachen anklicken. Dann müssen nur entsprechend viele Tore fallen, aber da haben wir jetzt das zweite Spiel in Folge, wo wir Türchen erzielen und ein paar sollen noch dazukommen. Freddy, den kennt ihr alle aus LPM Streams. Was ist los? Das ist aufgewacht. 2-0. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier gegen einen 5 Spiele verlustpunktfreien Gegner mit leichtem Ruckelansatz, trotzdem so gut aus den Startlöchern kommen, wichtig, Pululu. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es wirklich dieser kleine, aber feine Positionsunterschied des hängenden Stürmers. Oh, gut, stehen geblieben. Ja, Katze springt mir durchs Sichtfeld. Gut, da kommt er wieder, Pululu. Geht wieder in die Tiefe. Pululu wieder gut unterwegs. Pululu. Ja, wird damit allem, was die Verteidigung zu bieten hat, gehalten und geschubst und geruckelt. Und am Ende kriegt er den Pass nicht mehr dahin, wo er hin muss, nämlich auf Gioberto. Um zum 3-1 einzustauben. Freddy, Flanke ist nicht verkehrt. Ja, Al-Hilal bleibt aktiv. Da ist der Kopf garantiert noch nicht im Sand. Oben ist Platz. Oben ist ganz viel Platz. Schönes gedoppelt. Nein, da muss ich nicht alles oder nichts ins Sprintduell gehen. Das kann ich besser ausspielen. Das kann ich viel besser ausspielen. Aber Al-Hilal gibt uns auch sehr viele Angebote, muss man schon sagen. Sehr viel Luft im Mittelfeld. Einfach keine gute Zuordnung. Gioberto guckt hier wieder. Presst mit dem Innenverteidiger in die absolute Tiefe. Und fehlt dann natürlich hinten mit einem Doppelpass, bist du dann ausgehebelt. Auch das war wieder falsche Entscheidung von Gioberto. Das war eigentlich super cancelled, aber okay. Da kommt das Geruckel wieder ins Spiel. Halbe Stunde rum. Wieder gut. Ja, ist auch. Ah, 5 gegen uns. Ich wollte schon sagen, ich bin noch sauber an den Ball gekommen. Bin ich tatsächlich. Hinten auf der letzten Kette mit der Internetverbindung hier. Tiki-Taka spielen sollten wir auch nicht. Schlampiger Aufbau.
Hoher Steilpass. Achavi, der ist schneller als Bade. Aber nicht schneller als Woodman. Ach Gott, das Geruckel nervt. Könnte so eine schöne Partie sein. Stattdessen. Oh, unten ist Lücke. Oh, ist das gut verschoben von der Dreierkette. Von der Dreieroffensivkette. Gilberto! Ja! Ja, der zweite Platz. Ja, schön. Schönes Türchen. Macht die drei Eigentore. Ist okay. Dann ist das Ding durch. Und wir haben wieder Zeit gespart. Das ist an diesem Dienstagabend ja nie verkehrt. Ja, ich glaube, wir haben noch vor der Halbzeit. Och, jetzt ist der zu blöde, Eigentore zu machen. Naja, komm. Den Halbzeitquitt hast du hoffentlich drauf. Ne? Matthäus knüppelt das Ding rein an den Fünfer. Nächstes Tor. Yeah! Der Fridolin Piro, der Haitianer, Haiti-Tietietianer, mit dem, jetzt kann der nicht mal die drei Eigentore vernünftig. Auch er kommt mal zum Einnetzen. Jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube, die drei Tore kriegt er nicht mehr hin zum Eigentorabbruch, oder? Na? Ja, könnte mal klappen. Könnte mal klappen. Aber okay, ist natürlich auch für den Stream super undankbar. Du spielst, das heißt undankbar, aber du spielst gegen It's David Fish. Harte Partie. Oh, hat's noch geschafft. Abbruchsieg. Jawohl, nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, was der Unterschied ist zwischen Halbzeitquit, Stecker ziehen und drei Eigentore zum Aufgeben. Und drei Eigentore machen ist was? Einfach nur schneller? Oder kriegt man da weniger Abzüge oder was? In jedem Fall, ja, schön, dass das Ruckelmatch vorbei ist. Nehmen wir mit. Danke für die 100 Bits, Eagle Maker. Danke für die Pfennige. Und Jakobacci, ja, langsam kommen wir in den Groove. Auch wenn das jetzt zwei Gezo-Gegner waren. Zwei wackelige. Und auch einmal mit einer komischen Verbindung. Was ist denn hier los? Katze versucht hier tatsächlich zur Unzeit Aufmerksamkeit von der Konsole wegzuleiten. Ja, ja. Ja? So, zur Belohnung eine Box. Und es gibt den Giorgio Chiellini und das ist gar nicht so schlecht. Den haben wir mittlerweile, glaube ich, auf 89 hochgelevelt. Also den resette ich sehr gerne. Dazu gibt es Miranda und ich glaube, der ist zu langsam. Das ist auch so langsam, ja auch nicht physisch genug. Das ist auch noch okay. Aber der taugt nicht so viel. Ihr seht das richtig, ihr seht die richtige Szene. Und Michel Simon vom FC Nantes. So, gucken wir mal. Ja, erstmal dynamisch. Ja, sehr dynamisch. Kein Finisher. Der wäre für uns Konterstürmer. Maximal 10er, hängende Spitze. Was auch. Beidfüßig. Gut ausgebildet, der kleine, quirlige Nigerianer. Player Skills sind jetzt eigentlich gute Werte, aber nicht genug. Schade. Nicht zwingend genug. So, Chiellini. Gut, ist okay. Das ist das, was ich eben sagte. So kann jetzt wahrscheinlich die Saison für uns weiter und vorangehen. Immer wieder dieses Resetten durch das neue Ziehen von Spielern. Giorgio Chiellini. Zack. Und auf 89. Level 11 Chiellini geht. Der 86er. Oh, den kann ich mir wieder gut an der Seite von Sol Campbell vorstellen. Zwei schöne Innenverteidiger, Verbrecher. So, und ungeachtet des Sieges gibt es den zweiten von drei. Nein. Zweiten von drei Japaner. Ich glaube wirklich nur bei den beiden Innenverteidigern würde ich unumwunden sagen, die behalte ich. Servus, ab geht's. Halbzeitquitt hat noch Restehre, ja, wenn man so möchte. Das ist einfach nur so ein Zeitspann und aufgeben. Minamino. Ne, Minamino ist Schwarzball. Oh, ist das bitter. Das ist echt bitter. Oh, ja, sauber. Genki Haraguchi zum zweiten. Gleiches Schicksal wie beim ersten Mal. Der hilft uns nicht weiter. Und nur weil er ein Featured Player ist, bleibt er auch nicht im Kader. Das ist schade. Jetzt haben wir schon mal auf gar keinen Fall beide Innenverteidiger, mit denen wir hätten arbeiten können. Na, super. Na, super. Okay, weiter geht's. Nicht verzagen, weiter zocken, Freunde. Auf geht's. Viertes von, ich glaube, sechs, jetzt durch die Quits und so, ist es auf jeden Fall realistisch. Bitte einmal abstimmen. Womit geht's ins
Viertes Spiel. 1, 2 oder 3 Sterne. Katze kriegt gerade mal so ein bisschen, was sie braucht hier. Hä? Was möchtest du denn? 1, 2 oder 3 Sterne? Worauf hast du Bock? Hä? Möchtest du nicht sagen? Hm? Gepennt, gepennt, gepennt. Aber jetzt bist du auf einmal wach, ne? Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Worauf habt ihr Bock? Worauf habt ihr Lust? Ja, Super Konami ist halt, ja, das ist halt diese Wahrscheinlichkeits-Roulette-Geschichte. Ich finde es immer noch sehr schade, dass man da sehr wenig auch auf etwas hinarbeiten kann. Das fehlt mir so ganz gezielt. Ich glaube, bei Volta gibt es das. Kann das sein, dass man so gezielt sagen kann, ich baue mir ein Set aus Spielern, um eine besondere Karte zu kriegen? Gibt es sowas? Bei NHL, das habe ich ja mal ein paar Monate etwas intensiver gespielt, bei NHL Ultimate Team, gibt es ja diese Sonderkarten. Ne? Du nimmst die Basisversion von dem Spieler und nimmst dann noch drei Teamkollegen und ein Trikotset oder ein Wappen und kriegst dadurch featured Mario Lemieux. Keine Ahnung. Und das hier so auf Sachen hinarbeiten, maximal die Scouts, ja, aber das ist halt nicht so spannend. Und von daher, ja, es sind natürlich einfach nur verschenkte Coins. 3 Sterne gewinnt die Auswahl. Und da kommen wir dann also zurück zum ekligen Monstersturm. Gucken wir mal, ob wir 3 Sterne schneller finden als 1 Sterne. Und aktuell beim Vorhersagetool eine Niederlage, 2 Siege. Wir haben aktuell mehr Siege als Niederlagen. Also von daher aktuell ein klares Ja Richtung guter Start, gutes Debüt für Maurizio Jacobacci. Gibt es News zu PES? Nein, es gibt keine offiziellen News. Es gibt einige Gerüchte. Ich glaube, die einzigen offiziellen News sind, MyClub Master Liga sollen überarbeitet werden. Es wird die Unreal Engine genutzt. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das sind die offiziellen News. Alles andere sind Gerüchte, wie Unreal Engine PES kommt nur für Next Gen und wirklich nur Next Gen. Also Xbox One X, One X Series, wie auch immer die genau heißt, PlayStation 5. Season Updates für PS4, also das gleiche wie jetzt nochmal, nur mit neuerem Kader und Trikots. Für PS4, Xbox One und PC. Release-Datum wahrscheinlich wieder Mitte, Ende September. Na, wegen Corona kann ja alles verschoben werden, aber das ist wahrscheinlich wieder angepeilt, wie die letzten 3 Jahre auch. Ich glaube, das war's. Alle anderen Gerüchte oder logischen Schlüsse könnt ihr gerne auch nochmal in den Chat ballern. Ich denke mal, gewisse... Oh, Querton 84. Das ist jetzt mal ein spannendes Duell auf vermeintlicher Augenhöhe. Oh, ja, auch der zweite Gegner mit 5 Siegen in Folge, den wir heute hier begrüßen dürfen. Bishop, alter Lagerfeld, schön, dass du wieder dabei bist. Der ein oder andere kennt vielleicht die Verträge dieser ganzen Featured Vereine hier, wie Barca, wie Roma und so, kennt die vielleicht genauer, kann daraus ableiten, auch im neuen PES haben wir wieder Roma, Barca und so weiter. Ich glaube, Barcelona wurde nach einem üblichen, Konami-üblichen 3-Jahres-Vertrag nur um 1 Jahr verlängert. Ich glaube, der Vertrag mit Barca gilt nicht in PES 2022 rein. Die beiden Römervereine ja, Juve glaube ich auch, Bayern glaube ich auch noch 22. So, das alles nur Vermutungen. Vielleicht weiß das jemand sicher, hat irgendwo mal einen klaren Tweet oder eine klare Pressemitteilung gelesen mit Jahreszahlen drin. Aber ich glaube, Barca ist jetzt im 4. Jahr exklusiver Konami-Partner und hat nach dem üblichen 3-Jahres-Vertragswerk nur 1 Jahr hinten dran gehängt, um zu gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber das alles nur Gerüchte und in dem Fall ist es ja ehrlicherweise nur eine Spekulatius. Nee, ab geht's. Das ist genau gerade das Thema. Es gibt keine handfesten neuen News zur PES. Keinen Trailer, keine Ansage, wann released wird, was man erwarten darf. Nein, mir nicht bekannt. So, wir schauen, was sagen die Pfeile? Kevin Volland muss beginnen. Und ersetzt Artyom Dzyuba. Ja, der nördliche Borusse dreht sich jetzt wahrscheinlich schon wieder im Stuhl um, wo man sich halt so umdreht. Oh, Katze, ey, du bist echt der Wahnsinn, ne? Hier, jetzt hier rumschnuckeln in so einer Situation gegen jemanden mit 5 Siegen am Stück. Mein Gott. Aber okay, Kevin Volland. Startelf-Debüt für den Ex-Leverkusener. Der wird sich jetzt wahrscheinlich denken, haha, ich mach die Scheiße nicht mehr mit. So, Anchoring.
Ne, warte mal. Anchoring auf Volland. Ja, das passt. Ah ja, klar, genau. Und Counter-Target auf Volland. So, das bleibt alles. Alles gut. Kapitän. Oh ja, genau. Oh, da ist Juiba raus. Ja, Koulibaly ist Kapitän. Passt. Lange Bälle, Sidorcu, kurze Bälle. So, die teilen sich die Freistöße. De Paul macht. Ja, das passt alles. Okay. Auf geht's. Viertes Spiel. Ja, der kann ja von der Bank kommen. Der kann ja von der Bank kommen. Mein Gott. Aber hat ehrlicherweise ein gutes Spiel gezeigt eben. Ich glaube, zwei Tore gegen It's David Fish gemacht. Muss auch erstmal klappen. So, auf geht's. So, komm, letztes Knuddeln bis zum Anschluss nochmal hier durchnudeln. Das Kätzchen. Ja, dann ist aber auch mal gut jetzt mit Aufmerksamkeit, ne? Und vorbei. So, Camp Nou, bitte nicht mit schlechtem, mit Sonnenlicht, nein. Kein ja, schönes Abendspiel in Katalonien. Didi, erster Fehlpass. Oh, mein DualShock sagt, du hast mich zu lange weggelegt beim Matchday. Akku ist gleich leer. Guter Ballgewinn von Davis. Erste Kontermöglichkeit vielleicht. Schneller Vortrag. Über Zapata. Abgefangen. Oh. So, ich mache das hier mal eben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ihr seht das, glaube ich, ne? Ja. Einmal kurz den Controller wechseln, bevor mir das Ding hier um die Ohren fliegt. So läuft's. Auf geht's. Mit kaltem Controller. Schwitzige Hände, kalter Controller. Auch ganz komisches Gefühl. Einmal rum das Ding auf Benjamin Pavard. McTominay, Vardy lauert. McTominay geht in die Tiefe. Der kommt. Nein! Unsauberer Pass, klar, mit dem Rücken zu McTominay ist das auch richtig simuliert an der Stelle, aber auch Tominay schon wieder so, oh, ich glaube, ich kriege den Ball eh nicht. Immer dieses in falschen Momenten Laufweg abbrechen, wo man die Szene für sich eigentlich noch nicht abgeschlossen hat und nochmal eine Pirouette dreht, bevor dann der Quirlpass kommen soll. Aber okay, Koulibaly, nein, der kann unangenehm werden, gut antizipiert aber. Und das Ding für den Moment gelöscht. Neuer Anlauf. Fred geblockt. Was gibt's jetzt? Foul? Foul! Oh, nicht mal abseits. Auch er hat Duvan Zapata vorne drin. Madison haben wir auch im Kader. Haben wir eingetauscht sogar vor ein paar Spielen. Auch noch nie genutzt. Also dieser viel zu große Kader ist auch sehr Fluch. Und nicht nur Segen, um vielleicht mal sehr gezielt auf Wochenformen reagieren zu können. Malen setzt sich da ab. Flank. Das ist ja mal ein ganz lächerlicher Bauchklatscher von Koulibaly, oder? Was macht der denn da? Was ist das denn? Das tut echt weh. Springt da unbedrängt im eigenen Fünfer am Ball vorbei. Und Zapata reagiert schnell genug und nickt das Ding mit ebenso witzigem Bauchplatscher dann ein. 0-1. 0-1. Barca führt. Mal gucken, wie sich die Let's Playmakers davon erholen. Ja, Fonsi. Der Lücken kommt auf De Paul. Das war kein Steilpass. Das war kein Steilpass. Das war ein normaler Pass und der geht meilenweit schief vor die Füße. Also, ey, das ist eine Vorstellung schon wieder. Oh, Koulibaly antizipiert richtig. Alles oder nichts, Grätsche. Pass abgefangen. Davis, McTominay. Ja, schöne Kombo, um sich durchs Mittelfeld, um es immer noch nicht gut besetzte zu spielen. Volland, guter Laufweg. Guter Laufweg von Kevin Volland. Szene lebt noch. Ja, war, glaube ich, richtig aus spitzen Winkel selbst zu machen. McTominay geblockt. Davis. Ja, da war der Double Touch nicht so clever. Aber gut, erste Antwortmöglichkeit. Erster Versuch einer Antwort. War doch schon mal ganz viel versprechen. Madison. Kriegen wir den abgelaufen? Nein, kriegen wir nicht. Playmaker stehen sehr tief. War das Abseits? War Abseits. Okay. Abseits. Katze möchte aus dem Zimmer. Ist das hier heute unruhig mit dir? Da ist die Tür. Jawohl, Tür gefunden. Dankeschön. Ja, jetzt vielleicht ohne haarige Ablenkung
das Ding hier drehen. Also Ersteindruck, der Typ ist absolut machbar. 5 Siege hin oder her. Lächerliches 0-1. Ja, Sidorczuk mit dem Angebot. Ja, jetzt kriegt Serge das Ding auch mal serviert. Vardy. Gute Drehung von Jamie Vardy. Und das war fast schon zu billig. Wie er sich da in Position bringt. De Paul, nächster Versuch geblockt. Ja, Playmakers kommen jetzt zu ihren Abschlüssen. McTominay. De Paul geht in die Tiefe. Kriegt McTominay ihn hingeschnuckelt. Kriegt er nicht, aber aus der Distanz. Und wir feiern. So oder so. Retro-Tor. Glückliches Tor. Ja, da beschweren wir uns nicht. Nach diesem kümmerlichen 0-1 nehmen wir auch diese. Guck mal, zwei Bauchplatscher. Nehmen wir dankend an, Ausgleich. Und ich glaube, aufgrund der Reaktion auf das unglückliche 0-1, auch nicht unverdient, die Gäste zum 1-1. Und jetzt dranbleiben. Ich meine, die Eindrücke sind gute. Vardy, okay, der war nicht so clever. Verschenkt da Ballbesitz. Weiter pressen, Diego Rico. Ist vor Davis. Davis. Bellekin rutscht. Ey, ey. Was ist denn hier los mit diesem Spiel? So viele wuselige Szenen. Gut, dass da nochmal Schultern rausblitzen, um nicht den Abschluss zuzulassen. Ball nach vorne. Vardy wieder vorbeiquirlen. Ja, ist natürlich ein bisschen weit weg vom Abschlussgebiet. Der Mann von Leicester. De Paul, wieder Bellekin weg. Gute Grätsche von Sidorczuk, kein Foul. Nein, kein Foulschütze, lässt weiterlaufen. Zapata gegen 2, gegen 3, Bellekin ist weg. Auf der anderen Seite behauptet er den Ball wieder. Gute Grätsche, Sidorczuk gefällt mir richtig gut. Kompromissloser Ukrainer. Oh, Volland. Oh. Ja, muss ich das pfeifen? Nein, muss ich nicht. Sofort hektischer Ball nach vorne. Spiel nimmt jetzt rücksichtslos Tempo auf. Davis, wichtig. Ja, Mittelfeld bleibt so die Zone, die nervt. Dass wir da nicht so viel Angebote bekommen. Volland macht auch keine überragende Partie. Immer wieder der Versuch, Bindung zu bekommen. Und dann kommt dieser schöne Stil von Kevin Volland. Nimmt Jamie Vardy mit. Schöner Angriff. Schön zu Ende gepresst und zu Ende gespielt. Spiel gedreht. Ja, da habe ich gerade noch gesagt, bemüht mehr nicht. Wichtige Szene von Kevin Volland bei seinem Startelfdebüt. Jetzt hätte ich auch gerne die Führung mitgenommen. Gut, gut dazwischen McTominay. Auch das wird noch ein Thema sein, welcher Spielertyp ist für dieses Dreier-Mittelfeld um Jakubacic der richtige. Box-to-Box, Hole-Player auf der 8. Was hilft uns da? Ja, McTominay, De Paul, unterschiedliche Playing Styles, wie sie sich dann verhalten. Auch vorne der Zehner Julba als Targetman kommt immer entgegen. Volland ist, glaube ich, was anderes. Der bleibt dann trotzdem vorne drin, auch wenn wir ihn ein bisschen ins Mittelfeld geschoben haben. Das sind vielleicht alles so diese Goal Poacher, genau. Das sind alles so die kleinen Feinheiten, die vielleicht auch nochmal glatt gebügelt werden müssten, um dieses System mit Jakubacic hier zu perfektionieren. Aber für den Moment Spiel gedreht, ich glaube nicht unverdient. Gute Antwort auf dieses komische 0-1. McTerminator, ja, den hatten wir schon mal mit einer guten Phase in den Startelfen. Scott McTominay und für das großbritische Filmteam auf jeden Fall auch gesetzt. Da haben wir ihn. Wird nicht attackiert, Double Touch geht durch. Ah, da muss er es vielleicht sogar alleine machen. Statt den rüber zu legen. Jetzt ist der Rückwärtsgang aber erstmal gefordert. Ja, da sind wir gut aufgestellt. Davis rausrücken. Oh Gott, ey, ich laufe mir da einen Wolf mit De Paul. Aber am Ende kriegen wir die Füße vor. Kontermöglichkeit. Volland macht schön den Popo breit. Zapata kommt eingelaufen. Vardy kommt unten. Vardy kommt unten. Warum mache ich nicht einfach rein? Warum mache ich L1? Warum? Warum mache ich bei 1-2 so ein L1? Kasper, oh, das war dumm. Das war echt dumm jetzt. Einfach reinstopfen ins kurze Eck. 3-1 und dann das Ding zu Ende feiern. Und jetzt auch noch. Warte. Nee, also nach guter Antwort auf das 0-1 jetzt zweimal erschreckend fahrig.
Aber ist ja zum Glück noch nichts passiert. Ja, Jakubacci in der Coaching-Zone wie Rumpelstilzchen. Wie Rumpelstilzchen! Weil seine Mannschaft auf einmal anfängt, fahrig zu werden. Einmal durchatmen. Kriegen wir das mal hin? Einmal hier und dann neu Fußball und so. Jawohl. Okay. Einmal rausgespielt. Pavard. Jawohl. Sidorczuk. Ja, komm, Sergej. Mitspielen weiter. Sergej. Oh, okay. Da hat er mir den falschen Spieler gegeben. Und wir bleiben weiter am Schwimmen. Da ist eine Lücke. Da ist. Der ist weg. Komm, der ist weg. Also man kann es sich auch selber schwer machen. Sidorczuk schön verteilt auf De Paul. Ah, Zapata. Ja gut, der hat den Körper drin. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Klasse gegen zwei behauptet. De Paul mit Zapata. Schöne Serie A Co-Produktion. Jetzt muss die Flanke aber auch kommen. Die kommt nicht. Verkehrt. Aber zu nah. Hans Tor gut antizipiert. Sidorczuk wieder. Jetzt wieder ein bisschen mehr Dominanz im Mittelfeld. Nimmt Davis mit. Mit irgendwie Double-Touch-Versuch wird es was anderes. Sah witzig aus. Ball ist trotzdem weg. Szene kaputt. Rückwärtsbewegung antreten. Didi. Den hatten wir Sonntag erst im African All-Stars Theme Team. Den Nigerianer. So, Kontrolle. Woll. Und schön breit machen das Ganze mit Davis. Wir nähern uns der 70. Minute. De Paul. Oben ist die Lücke für Zapata. Das wäre ein wichtiger Pass gewesen. Tominay, taktischer Tritt. Nehmen wir mit, danke Schiri. Ohne. Hat er das schon gelb? Nein. Er hat das schon gelb, oder? Oder? Hat er jetzt weggedrückt? Hat er das schon gelb? Ey, da nehme ich den einzigen gelb belasteten Spieler um Platz für diese taktische Treterei. Ist das dämlich? Das ist so selten dämlich. Ja, okay. Dann Jamie Vardy vorne rein. Müssen wir gucken, wie wir das jetzt nach Hause getreten bekommen. So, Bakayoko, kannst du auch 8? Ja, Bakayoko auch 8. Haben wir hier schon mal alles safe. Außenverteidiger werden nicht geknechtet, offensiv zu sprinten. Also haben die noch Stamina. Da heißt, halten wir uns den letzten Wechsel einfach mal auf. Ach, das ist so dumm. Dann nehmen wir dem Kevin mal das Counter-Target weg, dass er sich theoretisch noch mehr fallen lassen kann. Vorne alles auf Jamie Vardy. Servus Chris aus Frankfurt. Ich muss auch mal wieder reinkommentieren. So, jetzt sah gut aus bis zur roten Karte. Gegen diesen Kollegen mit seinen 5 Siegen am Stück. Der hat seine Serie schon. Wir wollen sie nur... Volland, kriegen wir den tief auf die Reise geschickt? Nein, kriegen wir nicht. Da Davinson Sanchez ist am Start. Ach komm, ey, das ist da so eng und er kriegt sich befreit. Davis, gut antizipiert, aber am Ende den Fuß nicht vorbekommen. Und das geht zu einfach. Daniel Malen, 2-2. Na, ja, der mit Davis da am... Mit Davis am Ball vorbeilaufen, so ein bisschen zu stümperhaft antizipiert. Das war der Knackpunkt in der Szene, dass wir das nicht mehr verhindert bekommen. Schade. Rote Karte war dämlich. Das Tor jetzt war auch nicht unmöglich zu verhindern. Und jetzt sind wir eigentlich auf Führung verteidigen eingestellt. Heißt ja nicht, dass der ein oder andere hier doch noch irgendwie zu einem offensiven Kraftakt in der Lage ist. Davis fehlt jetzt wieder hinten. Rückwärtsgang. Haben wir? Jawohl, haben wir. Risikoball durchs Mittelfeld. Ja, wichtig Fuß vor. Klappt nicht. Klappt irgendwie doch. Sidorczuk. Ja, der muss jetzt auch mehr und mehr offensiv denken. Volland kriegt den nicht durch. Jetzt kriegt man den. Nein! In die Haxen! Wie er sich jetzt selber auch in die Haxen schießt. Vardy hat gelauert. Wir kriegen ihn nicht in Szene gesetzt. Mit einem Steilpass. Bakayoko.
Ah, Barca, Barca, Schlachtrufe jetzt im Camp Nou. Spiel auf das Messers Schneide. Erleben wir hier noch einen Siegtreffer. Wieder gut. Och Mann, da bleibt er hinter dem hängen, obwohl es eigentlich schon Ball. Es war schon Ballgewinn und dann bleibt er an dem Spieler kleben. Kriegt sich da nicht durchgeglitscht. Spiel gedreht. So unnötig, dieses Ding nicht zu gewinnen. Diese dumme rote Karte, Mann. Da, wo ist der? Da, das ist eigentlich ein Ballgewinn. Und dann bleibt er hinter dem hängen. Und der, das kommt oben drauf. Der Kollege ist zu allem Überfluss. Vom Klicken her noch absolut machbar. Und vom Spielgefühl auch. Oh, das muss der Ausgleich sein. Und dann lässt er so eine Szene liegen. Alter Verwalter. Alleine vom Tor. 10 Meter entfernt und der lässt das liegen. Ist das eine unnötige Niederlage. Und es gibt sogar Abstoß. Ja, super. Ah, kümmerlich. Okay, dann, wenn du mich hier einschläfern möchtest, dann ebenso. Drüber nochmal rein, nochmal alles nach vorne. Dann hätte man auch besser zulaufen können. Fuß geht vor. Oh, plus zwei. Dürfen wir den nochmal? Dürfen wir den nochmal? Nochmal? Nein. Ach Gott. Das sind dumme Niederlagen. Vermeidbar und dumm. Servus Hobbs. Gab echt direkt rot? Nee, warte mal, das war kein direkt rot. Der hat doch erst gelb gezeigt und dann hat er die Szene weggeklickt. Das war gelb-rot. Das war kein direktes Rot. Die Zwischensequenz fing an mit gelber Karte und dann hat er weggedrückt. Dann kommt gelbe Karte und dann geht die Szene noch weiter mit gelb-rot. Das war kein direktes Rot, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil ich hatte auch im Moment, als ich McTominay sehe, so den... Moment mal, scheiße. Ich glaube, der hatte doch eben im Auswechselbildschirm... Und wenn es direkt rot war, ist auch vollkommen egal. Hat auf jeden Fall das ganze Spiel zerpiept. So unnötig. So unnötig. Naja, okay. Müssen wir durch. Müssen wir lernen. Ja, ich glaube auch gelb-rot. Ja, ich glaube auch, es war gelb-rot. Und dann ist es halt dummes Klickverhalten. Dann war es nicht, oh, eine Grätsche, die 9 von 10 Mal gelb gibt, hat er jetzt überbewertet mit einer roten Karte. Undankbar. Nein, das war blöd geklickt. Und es war vor allen Dingen unnötig und sollte eigentlich nur dem Spielunterbrechen dienen, damit ich wechseln kann. Und dann nehme ich den einzigen von 11 Spielern, der gelb hat. Weil ich halt nicht aufgepasst habe. So, es gibt jetzt zum Abschluss der Wohlfühlmomente hier gerade den letzten Japaner. Das wird jetzt wahrscheinlich Haraguchi, um mein Glück perfekt zu machen für den Moment. Endo. Der spielt auch auf der, ja, okay, Innenverteidiger für einen 1,78 großen Japaner, ganz sicher nicht, aber auch Rechtsverteidiger. Ich guck mal, bei dem klingelt jetzt erstmal nichts, ob der mir hilft. Das sieht schon mal so aus wie klares Nein. Ja, okay, ein bisschen aggressiv. Yo, das waren ihre 300 Coins für den Popo. Schade. Aber okay. Ist vielleicht auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Nicht lange aufhalten mit der Wut und der Enttäuschung. Nochmal abstimmen. Nicht aufgeben, Freunde. 1, 2 oder 3. Womit geht's? Ins... Puh, letztes Spiel, wir haben 20 nach. Ja, ich glaube, das ist unser letztes Spiel. Dann werden es heute, wie vermutet, nur 5. Sonntag, 11.11 Uhr geht es weiter. Und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen, wie man Jakobacci zu interpretieren hat. Aber es wird auf jeden Fall nicht der letzte Jakobacci-Stream, das kann ich schon mal vorwegnehmen. So schnell
haken wir den Kollegen nicht ab. Und so schlecht fühlt er sich ehrlicherweise auch nicht an. Ja, vielleicht sind es echt so ein paar kleine Tweaks, die wir brauchen für, ne, wen schiebe ich vielleicht nochmal wohin? Und auch das Angesprochene mit den Player-Styles, Whole-Player versus Box-to-Box und so weiter. Das kann auch nochmal den Unterschied machen. So, ich gucke gerade. Ich glaube, die 2 gewinnt. Die 2 gewinnt. Sehr gut. Ja, waren wir heute flexibel unterwegs. Und das Schlimme an der Niederlage jetzt war, jetzt David Fish verloren. Zwei Siege. Einmal Anfänger, einmal ruckeliger Algerier und jetzt Niederlage. Das heißt, wir haben jetzt ein Endspiel um das Vorhersagedingen. Mehr Siege als Niederlagen zum Debüt für Jakobacci. Das heißt, Sieg für das eine und Unentschieden und Niederlage für das andere. Das wird jetzt nochmal sportlich und knifflig. Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt. Ja, schade. Keinen Japaner bekommen, der weiterhilft. Zu Sonntag dann noch die silbernen Eintauschaktionen fix machen. Damit wir das auch mal gelöst bekommen. Ja, und dann weiter dranbleiben. Also die Frage war eben schon genau die richtige. Echt so tief gefallen nach der Champion Badge. Also das ist dann natürlich, ja, das ist auch kein Idealfall. Das ist so ein bisschen wie Meister werden und dann in der Folgesaison UI Cup. Oder noch schlimmer. So, jetzt gerne keine stundenlange Gegnersuche zum Abschluss. Mich nicht lange in meinem Frust der unnötigen Niederlage schmoren lassen. Genau, jetzt nochmal ein Champion oder nochmal so ein 2000, so ein Pes-Hani. Nochmal. Oder Revanche gegen It's David Fish. Auf geht's. Ach ja. Und das Spiel hatte ja auch seine, na, ich hatte glaube ich auch die Chance. Mit Wadi, glaube ich, ne? Nicht nur zum 2-2, das war Wadi gar nicht. Auch vor der roten Karte. Also wir waren so gut unterwegs, so stabil unterwegs. Ja, und dann der Bärendienst. Mit Terminator, ja, genau. Mit Terminator. Ja, hat seinem Namen da alle Ehre gemacht. Es war so, wie Ewald Lien damals gerufen hat, hau ihn um! Ja, hat Jakobacci wohl auch gesagt, hier rempel den mal bitte taktisch um für Auswechseln. Und McTominator, ja, McTominator hat es falsch verstanden und sagt, ich soll ihn zertreten, okay, mache ich. Auch wenn ich schon gelb habe, Coach, ich trete den ins Krankenhaus und bringe ihn da selber hin. Aber ja, stimmt, das war diese L1-Szene, das Verschenken, weil ich mich schon wieder so ein bisschen in einen Rausch geklickt hatte. Aber immerhin haben sie also seit dem Tintifax-Kniff, ob es jetzt wirklich daran liegt oder ob das Skriptschalter ist umgelegt oder ich kriege bessere Gegner, einfachere Gegner zugelost. Aber vielleicht war das schon so die erste kleine Optimierung am System. Jetzt fehlen noch zwei, drei weitere und dann kann man vielleicht mit Jakobacci wirklich wieder die 900 Rating-Punkte, ein bisschen mehr Stabilität angreifen. Oh, drei Balken, sieht erstmal gut aus. Nicht wackelig, sieht auch gut aus. Dann nehmen wir die mal. Oh, Schmierwursch. Klingt deutsch. Ist das einer von euch? Kennt man sich? Oh, mit dem FC Köln. Das reizt nochmal umso mehr. Ja, okay. Auf geht's. Wenn es einer von euch ist, einmal kurz im Chat Hallo sagen. Ansonsten geht es jetzt ins letzte Spiel. Es ist ein Heimspiel. Und es ist ein kleines emotionales Derby. So, auf geht's. Lasst uns nochmal
mit dem Third Ausweich-Jersey. Oh, hat er eine coole Truppe, kann das sein? Huntelaar, Tevez, Robben. Shibazaki ist aus der Asien-Aktion gerade. Ja, was sagen die Pfeile? Die Pfeile sagen, wir können genauso spielen, wie wir es wollen. Orsic, Mislav. Ja, und der ist eigentlich auch eher ein Zehner, den ziehen wir tiefer, das passt alles. Das ist sowieso eingestellt, wenn wir nichts anpacken. Ja, ist okay. Vorne, Cheetah Boys. Bisschen Whitebencher, absichtlich oder nicht. Oh, der hat Leonardo Cutris von der Fortuna auf der Bank. Und da wusste ich ehrlicherweise gar nicht, dass es den gibt im System, einen Fortunen im System. Ribeiro ist ein geiler, quirliger Typ. Ja. Geiler, quirliger Dribbler. Ich glaube, den habe ich auch letztens mit Scout-Kombo geholt. Jetzt, wo die Road to Gloria zu Ende gefahren ist, habe ich mal meine Scouts auch mit Scout-Kombos ausgemistet. Da war der, glaube ich, dabei. Ja, Leonardo Cutris als Free Agent. Kann der was? Muss ich mir meinen Fortunen auch holen? Ja, dynamisch. Grundsolide Werte für einen 73er. Leider keine Player-Skills, außer Flanken. Das ist auch nicht so verkehrt. Cool. Leonardo Cutris von der Fortuna. Hatten wir ja letztes Jahr. Die Stammzuschauer werden sich erinnern an das 125 Jahre Fortuna-Team oder einen ganzen Stream mit Fortuna, 125 Jahre Geburtstag, Theme-Teams und alle Fortunen im System verpflichtet. So, Dave, für Sonntag ein Theme-Team. Das ist schon mal cool, aber du musst mir auch sagen, was du dir vorstellst oder ist es dir komplett egal? Einfach nur ein Ikonenteam nehmen. Ich wollte diese Kanalpunkte-Geschichte eh nochmal frisieren und anpassen, weil es ja, haben wir ja schon drüber geredet, weil es ja Legenden- und Ikonen-Theme-Team heißt, aber generell die freiere Theme-Team-Idee für euch öffnen. Also ich bin ja für jede Theme-Team-Idee offen. Aber dann nehme ich das für mich mal so mit. Sonntag 11:11 Uhr gibt es also für den Dave ein Theme-Team um eine oder mehrere Legenden herum gebastelt. Fünftes Spiel, zwei Siege, zwei Niederlagen. Es geht um den Wohlfühlfaktor. Oh, sie bleibt hängen. Szene lebt aber noch. Tony Vilhena mit dem ersten Abschluss. Keine 5 Minuten rum. Keine 5 Minuten rum. Oh. Ja, okay, auf Nummer sicher. Was passiert jetzt? Muss der unbedingt was umstellen? Nee. Okay. Kollege hat wieder was Besseres zu tun, als zu spielen. Okay, Dave, da machen wir das so. Nach dem Spiel einmal kurz Legenden, Ikonen angucken. So machen wir das. Passt dann auch sehr gut zum legendären Sonntag. Da haben wir dann auch die zwei Cop-Challenge-Bälle, die zwei garantierten Legenden, die wir Sonntag auch noch ziehen werden. Dann passt das ja zusammen. Und ich glaube, ich habe mein Pech heute mit der japanischen Auswahl aufgebraucht. Das heißt, ich ziehe am Sonntag ganz bestimmt fehlende Legenden. Legenden, mit denen ich etwas anfangen kann. So, komm, Geißbock, auf geht's jetzt. Was soll das denn? Spiel starten und dann 110 Sekunden im Menü vergammeln. Ätzend. Ah, endlich. So, Orsic fordert das Bällekind. Pereira. Orsic. Irgendwer muss jetzt. Orsic nimmt's. Orsic wird nicht attackiert. Oh, schöner. Schöner Move. Flanke kommt. Scheinbar kein Abseits. Aber auch kein Druck hinter dem Ball von Daniel Malen. Aber der Abwurf kann wehtun. Ja, der Abwurf kann wehtun. Enesri. Orsic lässt das Ding schön durch. Malen mit ein bisschen Scheibenglück. Passiert's. Also. Verschenkt der FC, wie in dieser Bundesliga-Saison auch schon so häufig, ein Türchen an den Gastgeber. Da geht er so lange ins Pausenmenü, nur um dann unkonzentriert zu sein. Robin abgekocht. Wilhena. Ja, wichtig. Im zweiten Anlauf dann doch der Stil. Enesri. Kriegen wir den ins Laufen? Jawohl, Yusuf. Fofana kommt nicht hinterher. Yusuf. Macht's alleine mit dem verkappten, verkümmerten Doppeltouch. Double L La Coqueta. Verzockt. Da war auch wieder mehr drin in der Szene. Da wollen wir uns nicht grämen. 10 Minuten gespielt. Frühe Führung.
im Entscheiderspiel des Abends. Pereira, Malen in die Tiefe. Malen, warum lässt du den Ball nicht durch die Beine laufen, wie geklickt? Verschenkt da eine gute Szene. Orsic, oh, kriegt den Fuß nicht vor. Für den hohen Ballgewinn. Lima knüppelt das Ding in die Tiefe auf Carlos Tevez. Den hatten wir Sonntag erst mit einem Tor des Monatskandidaten im eigenen Team. Lass das doch laufen. Das ist der Prototyp eines Vorteils. Der Pass ist sogar schon gespielt und kommt an unbedrängt. Und der pfeift mir trotzdem den Vorteil weg, dass ich jetzt hier hinten an der eigenen Eckfahne... Oh, ist das dämlich. Ist das dämlich. Ja, dann bauen wir den Quatsch halt von ganz hinten nochmal neu auf. Tierney verteilt das Ding. Da ist kein Gegendruck. In der Tiefe des Mittelfeldes. Das wiederum ist natürlich dann dankbar für unseren Jakubacci, der sich so schwer tut, durch dichte Mittelfelder zu kommen. Oh, kommt am Ende mit sehr viel Dynamik, aber nicht durch. Orsic. Orsic mit Wilhena Orsic. Mr. Europapokal. Natürlich mussten wir den heute aufstellen. Nächste gute Szene der Dreier-Offensive. Schlampig. Enesri. Enesri. Haben heute zu wenig L1-Liebe. Oder vielleicht L1-Liebe an der falschen Stelle. Bleibt beim 1-0. Oh, der ist wieder katastrophal. Also der Kollege hat jetzt mit schon einigen Klicks gezeigt, das ist ein Pflichtsieg. Das ist ein Pflicht-Derby-Sieg für die Düsseldorfer Let's Playmakers hier gegen die Geißböcke. Orsic, Malen, schönes Manöver. Jetzt nochmal mit dem Double-Touch, einer zu viel. Ein schnuckeliger Ball, zu viel. Kommt der FC jetzt mal in der Offensivbewegung? Nein, wieder verschenken sie mit einem Katastrophenpass. Ballbesitz und Offensivpotenzial. Neuer Anlauf, geblockt. Zweiter Versuch, um Orsic tief im Mittelfeld an den Ball kommen zu lassen. Mislav Orsic wird nicht attackiert, wird nicht attackiert. Kopf ist oben, der Kopf ist goldig oben. Yusuf. Enesri mit dem 2-0 nach zauberhafter Vorarbeit von Orsic. Und das stellt die Weichen schon sehr, sehr Richtung drittem Sieg heute Abend. Wieder die Möglichkeit für den FC mal anzukurbeln. Shibasaki bleibt hängen. Orsic in die Tiefe. Oh, der Ballblocker war super wichtig. Orsic da im Zentrum komplett allein gelassen und durchgestartet. Robben. Robben mit dem zauberlinken Fuß. Gerade noch geblockt. Nächster Versuch. Enesi wird abgekocht. Schade. Da war auch schon wieder gutes Angebot im Zentrum. Tevez. Altehrwürdiger Sturm. Robben. Tevez Robben. Auf die kurze Ecke. Ups. Verklickt. Habe ich da etwa schon was vorweggenommen? Ja, vorweggenommen. Das dritte Tor. Da haben wir den eben angesprochenen Everton Ribeiro. Ecke zu flach. Ja. Pässchen kommt. Abschluss geblockt. Ja, nee, wichtig. Schlampiger Kopfball. Und Robben fackelt nicht lange. 18 Meter, linke Klebe. Das sind genau die Szenen, die man, egal wie alt sie sind, diese All-Stars nicht zulassen. Da, greift da gerade noch hinter und unter sich. Robbins linker Fuß, gefährlich wie eh und je. 40. Minute, Ecke für die Geißböcke. Anschlusstreffer vor der Pause. Wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Lukas Lima verzieht mit seinem schwachen Rechten. Und Woodman, nee, Meslier ist das. Meslier im Tor. Ja, fragt da zu Recht mal nach, ob man denn nicht mehr gedenkt zu verteidigen. Bei der 2-0-Führung. Orsic. Orsic, jetzt übertreibt das, hat Scheibenglück. Jordi Wilhena. Ja, wir sind schon wieder in dem Modus. Wir sind schon wieder im Tor des Monats Kasperle-Theater-Modus. Bei 2-0-Führung und dem Gefühl, der Typ ist ultra machbar. Steilpass ins Nichts. Kleines Missverständnis zwischen
Lopez und Meslier. Und das war's. Zweite Pausenführung. Ist okay. Nehmen wir mit. Arthur Rute. Ganz herzlichen Dank. Das Abo. 6:5 Schüsse. Der FC ist im Spiel. Ist dabei. Nicht ganz so zwingend wie die Let's Playmakers. Das drückt dann natürlich auch der Spielstand aus. 2:0 Halbzeitführung. Und jetzt nicht so eine dumme zweite Halbzeit wie im Spiel davor. Das Ding souverän nach Hause bringen. Malen, der Double Touch ist in der Szene genau richtig. Malen muss verzögern, nimmt Pereira mit. Der dringt in den 16er ein, nimmt dann nochmal Malen mit. Nee, er nimmt irgendwo am anderen Ende des Bildschirmes, warum auch immer, Tony Vilhena mit. Das war auch wieder schlampig zu Ende gespielt. Enesri, das ist gut gelöst von Marokkaner. Das ist richtig schön gelöst. Das ist schön gemacht von Marokkaner. Richtig nicht veredelt. Ah, schade. Schöne Einzelaktion. Und wartet mal ab. Sollte ihr das 3:0 fallen, dann machen wir nur noch Zirkus. Dann machen wir nur noch Spielhänzchen. Orsic presst. Das ist alleine da. Ja, irgendwie, ich möchte sagen, es fühlt sich mit dem zurückgezogenen, hängenden Stürmer irgendwie stabiler an. Mehr Anspielstationen im Mittelfeld. Aber es sind die Eindrücke von Spielen gegen nicht so überragende Gegner. So, bei It's David Fisch sind wir 20 Minuten nicht aus dem eigenen 16er rausgekommen oder aus dem eigenen Abwehrdrittel, weil keine Anspielstation da war und gut zugestellt wurde. Ja, kann ein Spiel mal gewesen sein, kann aber auch genau das sein, was uns dann gegen gute Gegner oder gegen gut aufgestellte Mannschaften dann blüht und gegen solche, ja, mit Verlaub, schwachen Spieler, Opfer, ja, da kannst du natürlich dann auch mit so einem zweieinhalb Stürmer-Trainer gut aussehen. Jetzt guter Ballgewinn im tiefen Mittelfeld. Orsic, oh, schmuckelig, Mislav. Ja, guck mal, da ist keiner da. Und da musst du eigentlich das Tor machen. Aber da, das ist nicht normal. Mit einem Trick auf einmal komplett blank zu stehen im 16er, schlampig dann den im langen Eck nicht unterzubringen. Nächster Katastrophenball. Enesri, jetzt mach bitte mal das dritte Tor, Freunde. Pereira geblockt. Es ist schon ultra schlampig, was die Gastgeber hier mit den Möglichkeiten anstellen, die der FC hier anbietet. Und dann kommt sowas. Einmal nicht aufgepasst. Robin ist durch. Geblockt. Tevez nicht geblockt, aber auch nicht gefährlich. Ja, eine andere Mannschaft hätte schon längst den Anschluss hergestellt. Dass wir nicht im Sonntagstippspiel sind. Dann wäre das hier ja fast schon Wettbewerbsverzerrung, wie man hier nicht auf 3-4-0 stellt, sondern um das 1:2 gerade so ein bisschen bettelt. Tevez ist durch. Kalitos! Und wir haben noch mal ein Spiel. Ja, hat er gut gemacht. Auch noch mal einen Schuss antäuschen. Fast zu spitzer Winkel. Und der Gästeblock aus der Domstadt rastet aus. 1:2. Jetzt noch mal wackeln oder was? Jetzt tatsächlich noch mal wackeln. So, alte Haudegen, Tevez, Robben, die wissen, wie schnell sich so ein Spiel dreht. Die stecken nicht auf. Guter Ball in die Tiefe, Enesri. Abermals fehlt ein bisschen was. Mbabu fehlt zum Beispiel jetzt hinten. Gute Rückwärtsbewegung von Tony Wilhelm. Richtig. Jetzt nicht komplett kopflos wackeln. Aufs 3-1 vielleicht gehen. Mbabu, Flanke muss kommen. Geblockt. Torwart wird ins Spiel gebracht. Und Babu holt das Ding nochmal. Wieder Pereira. Vielleicht kommt so ein bisschen Wut dazu, dass es hier nie und nimmer nochmal spannend werden darf. 70. Minute. Ecke kommt aus den ersten Pfosten. Da haben wir uns einmal in das SD Lux-Liebe verdient. 3-1. Schön die Kaffeetasse, die leere, umgeschubst. So, alter Abstand von 2 Toren ist wieder da. Ich würde jetzt nicht hier groß behaupten wollen, wieder ernst gemacht. Ja, nach einer Standard kann immer was passieren, aber das kommt uns natürlich jetzt, spielt uns in die Karten. Das sollte die Aufregung ein wenig aus der Partie genommen haben. Wenngleich dieses 1:2 genau das gezeigt hat, nicht aufpassen und dann gibt es Abschlüsse. Dann gibt es weitere Abschlüsse. Nee, Konami gibt mir jetzt zum Glück nicht
Das Spiel fühlt sich auch okay an. Ja, es ist jetzt kein, weiß ich nicht, Bälle verspringen, Ausholbewegung aus der Hölle. Aber es ist eigenes Klicken und Verschulden, dass ich da viele Großchancen, viele Angebote zum Erspielen einer Großchance liegen lasse. Sein Tor war auch also eigenverschulden, nicht gut verteidigt. Orsic, die Tiefe. Auch der muss besser kommen vom Kroaten. Dann ist das auch eine hundertprozentige Chance für Daniel Malen. Ja, schöner Doppelpass. Ja, der Schussantäuscher war jetzt nicht so gut. Öffnet die rechte Seite. Ennesri, kriegen wir den nochmal ins Laufduell? Ja, den kriegen wir nochmal. Schön ins Laufduell. Bascha macht den Kopf unten, kommt nicht hinterher. Ennesri, Kopf ist oben für Orsic. Die Entscheidung. Drops gelutscht. Die Playmakers holen es nach Hause nach kurzem Wackler mit dem 1:2. Dann können wir auch nochmal unsere beiden Kanten wechseln. Und komm, nee, oh, doch, ja, den holen wir. Helly Hansson, natürlich, was bin ich da am Überlegen? Hallo, Helly Hansson, kriegt nochmal einen Einsatz auf der 8. Schöpf. Und damit wissen wir jetzt auch, wo das Vorhersagetool hinlaufen wird. Auch wenn mehr drin war heute, vor allen Dingen im letzten Spiel mit dieser unnötigen roten Karte, ja, wenn es da mit ein bisschen mehr Konzentration und Übersicht zugeht, verlieren wir dieses Spiel nicht. Und dann kann man erst recht von einem guten Debüt für Maurizio Jakobacci sprechen. Nächster Anlauf, Wilhena, ist das Abseits? Das ist Abseits. Ja, dann freue ich mich auf Sonntag, Freunde. Dann freue ich mich auf Sonntag, gleicher Trainer, noch ein bisschen feingetuned. Legenden ziehen, schön zum Passbrunch, bisschen klicken, vielleicht noch ein Ticken souveräner auftreten. Und dann ist das, glaube ich, auch das März-Tippspielende ums Konami-T-Shirt. Also da ist dann einiges drin am Sonntag. Und der Ersteindruck für den neuen Trainer, für den neuen Heilsbringer. Oh, Atiu entwischt da Basham, der mit dem Kopf unten natürlich jetzt komplett überfordert ist. Orsic! Warum klappt das hier mit dem Klicks nicht? Es klappt. Nochmal den Drops zu Ende mit von Misla Orsic. Nächster Schlampenball. Tony. Ja, verzuckelt den. Tony. Ja, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich mache einfach das Körchen. Klick, klick, feiern. Jetzt schenkt uns die Geistblöcke weg. Das muss keine 6-1-Reise werden. Ein 4-1 hätte dem Spielverlauf auch gut entsprochen. Aber ja, da fehlt ein bisschen die Puste hinten in der Abwehr. Nochmal langer Schlag. Da habe ich vielleicht nochmal. Orsic macht den nochmal scharf. Ja, ja, ja. Und der Kenny Atiu hat Bock, den nochmal rüberzulegen. Orsic. Orsic. Oh, schnuckelig. Misla. Orsic. Und jetzt, wenn man auf das Wappen der gegnerischen Mannschaft guckt, geht das einem Düsseldorfer natürlich noch mal ein bisschen eher wie Öl über runter. Jawohl. Zweite Halbzeit, vor allem zweite Hälfte der zweiten Halbzeit geht der FC noch mal baden. Man könnte meinen, das ist auch das letzte Streamspiel von Markus Gisdol gewesen. Jawohl, schöner Streamabschluss, bin ich bei euch. Das passt. Müssen wir uns nicht allzu sehr abfeiern. Noch ein relativ frischer Anfänger. Den Sieg mussten wir auch holen. Das heißt, zum Abschluss nochmal eine Box. Und zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwas Besonderes. Ja, so ganz konkret fällt mir Moussa Dembélé ein. Und dann haben wir jetzt ganz und live noch eine Schwarzball-Eintauschaktion. Wenn wir den Kollegen ziehen und zum Abschluss nochmal Legenden gucken für Dave. Wir hatten wieder Level-Ups, die keiner haben wollte. Die Zwei-Sterne-Mannschaft. Ist jetzt 3 Sterne. So, also einmal die Box. So, auf geht's. Was geht noch? Und es ist von Atalanta Bergamo Jasper Mähle. Ich glaube, der ist knapp nicht im Raster. Den hatte ich schon in der Verlosung für das Skandinavien-Theme-Team. Dazu gibt es Melendo und Angban. Sagt, der ist, glaube ich, zu flimflämmchig. Der sagt mir gar nichts. So, Mähle, gucken wir mal. Ja, guck mal, Rechtsverteidiger, ne? Nur Rechtsverteidiger. Speed ist da.
Stamina ist da. Grundsolide erstmal, das passt alles. Das ist erstmal egal. 1,84 ist auch okay. Player Skills sind dann Grütz. Nah dran, da fehlt ein Fighting Spirit, ein Interception Acrobatic Clear. Nah dran, aber nein. Kein Kompromiss bei 991 Spielern im Kader. So, hier Flimflämmchen, was gut Fußball spielen kann. Keine Player Skills, raus. Und Angban. Bist du Anchorman auf der 6 und auf der 8? Das ist alles so ein bisschen okay. Das reicht nicht. Zum Abschluss nochmal 25 GP für den Popo. Okay, gut. Ja, dann letzter Blick auf den Kader, mit der Dave mir seinen Theme-Team-Wunsch äußern kann. Generell aber schon der Gedanke, Tschüss zu sagen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ausdauernd wie immer. Egal ob Stammzuschauer oder nicht. Schön, dass ihr da wart. Sonntag 11.11 Uhr geht's weiter. Abo da lassen, wenn es gefällt. Dies und das. Ne? Ihr wisst Bescheid. Auf Discord, Twitter und so weiter. 24/7. Let's Playmakers. Ja gut, Dave. Dann schau mal hier. Also die oberen Reihen sind natürlich schwieriger unterzubringen. Hier, das schreit dann, glaube ich, nach 4-Sterne-Team. Aber das wäre kein Problem. So, da hast du ein paar bunte Kärtchen. Da haben wir noch der Puyol, Gascoigne und Xavi, Beckham, Xabi, der nicht Gladbach-Trainer werden wird. Batigolo, Maldini haben wir noch. Pirlo und Figo. Cafu, hier haben wir auch noch ein paar Schnuckelige. Und ich glaube, einmal kommt noch was. Genau, Campbell, Salas und Kluivert. Und oh, Park Ji-Sun haben wir auch noch mit bunt. Und dann war es das. Tatsächlich, Dave. Worauf hast du Bock, Kollege? Worauf hast du Bock? Ne, Dave ist nicht mehr wach. Das ist gut. Ja, dann gucken wir mal, wie der. Ah, da ist der Dave. Bershkab und Van Basten. Okay, dann nehmen wir das wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, ob Dennis Bershkamp und Marco van Basten, ob die eine Verbindung haben. Ajax und Ajax ist die Verbindung, glaube ich, ne? Das ist ja, oder war Marco van Basten? Ne, es ist Ajax-Schule, ne? Dann wäre der Theme-Team-Gedanke Niederlande, Ajax, aber beide sind ja auch nach Italien gegangen. Hier beim AC gerockt, hier bei Inter gerockt, aber dann nehme ich das mal als. Ne, was? Team mit Xavi und Puyol? Ja, wir hatten ja letzten Sonntag erst La Masia. Das wäre fast das Gleiche. Weil vor allen Dingen Xavi und Puyol waren Barca. Da ist nicht so viel mit Theme-Team bauen. Da wäre Bershkamp und Van Basten schon eine bessere Ausgangsposition für abwechslungsreiche Theme-Teams. Also einigen wir uns auf Bershkamp und Van Basten als Basis und dann baue ich von da aus weiter. Gut, dann nehmen wir den Hollandsturm als Ausgangsposition. Dann wissen alle, die jetzt noch da sind, was Sonntag dann neben Legendenziehung und so weiter uns blüht. Also Holland, Wotball total. Richtig, dann können wir, und vor allem, wenn ich jetzt so überlege, Bergkamp auf der hängenden Position in der Mitte mit so ein bisschen runterziehen als Ballholer und Verteiler, Van Basten vorne und irgendwas anderes, Niederländisches, Donjel Malen, irgendwas anderes, Ajax-mäßiges, Dusan Tadic, wie auch immer. Wir werden was Erotisches basteln, Sonntag also, wie immer, PES-Brunch bei mir. Und ja, freue mich auf euch. Danke für den Support, für den Ausdauernden. Und dann kommen wir zur Abschlussszene des heutigen Streams. Ganz herzlichen Dank. Und das Wichtigste in diesen nervigen Lockdown-Zeiten, bleibt gesund, kommt noch gut durch die Woche. Bis Sonntag. Tschüss, ciao.